Ja, es ist immer wichtig, dass die, die pünktlich kommen, auch davon was haben. Dass wir nämlich auch relativ pünktlich anfangen. Mal gucken, das ist noch nicht aus. Ja, ich habe ja gestern in dem Vortrag für die, die drin waren, ja, das ganz andere Ende des Spektrums aufgezeigt. Dort, wo irgendwie unsere Persönlichkeit und unsere Seele gründet in größeren Feldern und Bestimmungen und wo wir, wie wir versuchen können, damit Dialog zu halten. Das hat ja ganz gut zu dem gepasst, was wir heute Morgen gehört haben, dass die erste Maßnahme zur Glücksfindung, das ist, man selbst zu sein. Das Problem ist nur, ich habe es vorher mal in einem Pausengespräch zu jemandem gesagt, wir befinden uns wie Fettaugen oben auf der Suppe. Ja, und die Suppe wird immer dünner weltweit. Und wir können uns natürlich nicht damit begnügen, dass wir uns ein zusätzliches Privileg leisten, dass wir außerdem jetzt auch noch so eine Art Psycho- und ESO-Wellness uns leisten, nachdem wir sowieso schon alle Privilegien wegschlappern auf dieser Welt. Sondern für mich gibt es eine ganz klare ethische Orientierung, dass unsere Bemühungen, Menschen zu professionalisieren, kompetenter zu machen und ihnen auch von unserer Lebenskraft und unserem Können zu geben, verbunden ist mit der Einladung, das in ihrer gesellschaftlichen Rollen auch weiterzugeben, weil ich keine Chance sehe, dass wir unsere immensen gesellschaftlichen Probleme lösen, wenn wir nicht neben dem kleinen Glück, das natürlich jeder für sein Leben möchte, wirklich an dieser großen Kathedrale bauen. Und im Moment ist ja überhaupt nicht klar, wir haben kein neues Narrativ, wie eigentlich eine Wirtschaftskultur und eine Wirtschaftsordnung und eine neue Grundverfasstheit auf diesem Planeten aussehen kann, der uns erlaubt, ihn nicht zu ruinieren. Und von daher sind wir ja, an neuen Fundamenten und keiner von uns wird die Kirche je sehen und die Kinder, unsere Kinder werden dort auch noch nicht drin gefirmt oder sonst was werden. Also das ist auch so, ich sage Ihnen das auch, um so ein bisschen eine Haltung deutlich zu machen, aus der heraus wir alle diese sehr pragmatischen, auch sehr leistungsorientierten Konzepte entwickeln. Und in diesem Sinne arbeiten wir mit allen Menschen zusammen, die egal wo in der Gesellschaft Verantwortungsträger sind und für sich natürlich Gutes wollen, aber auch was dafür tun wollen, dass die Gesellschaft sich entwickeln kann. Sie haben es ja vielleicht gehört, dass ich seit vielen Jahren in diesem Metier unterwegs bin. Ursprünglich aus der Handelslehre habe ich mal studiert und über die Hochschuldidaktik, Gruppendynamik, zur Psychotherapie gekommen. Ein absolutes, unbekanntes Territorium in der Tradition meiner Familie. Das Wort Psychologie habe ich in den ersten 20 Lebensjahren nicht gehört. Und über Therapeut sein, in vielen Schulen ausgebildet sein, Lehrtherapeut sein, da habe ich mich dann wieder auch zurückerinnert, dass mich eigentlich Wirtschaften interessiert hat. Und ich stamme ja, wie ich ja auch kurz erzählt habe, in dem Vortrag aus einem mittelständischen Familienunternehmen. Meine Mutter war Schneiderin und hatte einen kleinen mittelständischen Schneidereibetrieb, mit dem wir auch gut durch den Krieg und diese ganzen Zeiten gekommen sind, bis dann später die chinesische, asiatische Produktionskonkurrenz dieses Unternehmen dann auch schließlich untergepflügt hat. Ja, jetzt habe ich so viele Nebensätze gemacht, dass ich meinen Hauptsatz verloren habe. Also ich habe mich auf jeden Fall irgendwie die Psychologie, Psychotherapie
kennenzulernen, menschliche Dimensionen, die ich vorher nicht kannte, die bei uns kein Thema waren, fand ich lange Zeit sehr erschöpfend, sehr toll und irgendwie durch die Arbeit in der Wirtschaft zunehmend ab den 80er Jahren habe ich immer mehr Interesse entwickelt und was davon kann man wirklich brauchen im Umgang mit Menschen in Organisationen, wie muss man professionelle in Organisationen oder für Organisationen anders qualifizieren, dass sie nicht auf den Psychotrip gehen, sondern von den Segnungen der Psychologie einiges nutzen können, auch von den Kulturvorstellungen, sie aber wirklich zu integrieren in unser gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben. Und heute sind wir ja eine Weiterbildungsakademie, eine der größten, mit aus den letzten 15 Jahren 4.000 Absolventen, zweijähriger Curricula, also wir machen nur längerfristige Maßnahmen, die den Menschen, die zu uns kommen, nicht schnell ein Handwerkszeug in die Hand geben, sondern ihnen eine Gelegenheit geben, sozusagen ihren Rucksack nochmal neu zu packen, kompetenzmäßig, selbstverständnismäßig in ihrer Lebensausrichtung. Ich bin auch im Deutschen Bundesverband Coaching als Gründungsmitglied seit 10 Jahren tätig und gut fand ich an diesem Verband, und das werde ich gleich noch in meinem Verständnis von Coaching deutlich machen, dass dieser Verband sich wirklich der Aufgabe widmet, wie können wir eine Professionalität vielleicht unter dem Containerbegriff Coaching ein Professionsverständnis entwickeln, mit dem wir wirklich ein hilfreicher Partner für die Gesellschaft sein können. Und natürlich, das ist ein Bereich, das wissen Sie wahrscheinlich auch, in dem viel Geld ist. Da gibt es fette Honorare, deswegen würden sehr viele Menschen da sehr gerne rein und was tun. Sehr viele wollen da rein und wollen einfach ihre Personenorientierung und ihre Lebensberatungsorientierung einfach jetzt auch im Organisationsbereich leben, aber sich nicht wirklich mit der Organisations- und der Professionswelt auseinanderzusetzen und überlegen, was man dort anderes braucht, in das die bisherige Kompetenz eingebettet sein muss. Und da bin ich immer schon ein Vertreter, der sagt, wir müssen aufbrechen, wirklich Partner von Verantwortlichen in Organisationen, in der Gesellschaft sein und nicht ihnen eine kleine, schöne Blase anbieten, die sie, weil sie sonst Mangel erleiden am Menschlichen, gerne haben, aber die isoliert bleibt von dem, was sie sonst im Leben tun. Und weil ich schon früh verstanden habe und auch Talente da habe, dass es eben nicht nur darum geht, dass ich mir jetzt ein schönes Business zusammenbaue, mit dem ich zufrieden sein kann, sondern weil wir als Verband auch programmatisch arbeiten müssen. Wir müssen auch Verständnisse, Landkarten produzieren, wie Coaching, wenn es diesen gesellschaftlichen Unterschied machen soll, gebaut sein soll. Und wir müssen auch diese manchmal trockenen, anstrengende Verbandsarbeit machen, weil in unserer arbeitsteiligen Gesellschaft eben nichts geht, ohne dass sich Menschen auch den Hintern breitsetzen und Verfasstheiten schaffen, die dann wieder den Rahmen bilden für Prozesse, in denen Menschen dann auf eine gute Weise fokussiert und berührt werden. Also Sie werden jetzt, es ist kein Workshop, das ist Ihnen jetzt auch schon aufgefallen, das heißt nur Workshop. Also ich werde Ihnen wirklich diese ganze Zeit über meine Konzepte präsentieren. Wenn Sie zwischenrein Nachfragen haben, können Sie das gerne tun. Erwarten Sie bitte heute von mir programmatische Überblicke. Natürlich werden Sie am einen oder anderen Punkt sagen, ach, das ist aber interessant, wie macht er das denn eigentlich? Da kann ich heute wirklich nur begrenzt drauf eingehen. Da haben wir unheimlich viel entwickelt und das steht Ihnen auch gerne zur Verfügung. Vielleicht kann ich bei der Gelegenheit Sie auch einfach auf unsere Website verweisen. Also Sie kriegen diese Präsentation, alle Charts im Nachhinein noch geliefert, wie wir generell ein Open-Source-Unternehmen sind. Das heißt, alles, was wir entwickeln und zu geben haben, stellen wir kostenlos auf die Website und wir von dem, was wir einnehmen durch unsere Qualifizierung, investieren, wir haben ein eigenes Medienbüro jetzt aufgebaut in Heidelberg, investieren wir darin, das der Gesellschaft unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Ich werde
ganz am Ende vielleicht dann auch noch auf die Stiftung kommen, die ich gegründet habe, um auch die Überschüsse, die wir erwirtschaften. Irgendwann hat man ja genug, dass die nicht privat bleiben, sondern dass die auch wieder zurückfließen in Organisationen, die dieses Know-how vielleicht brauchen können, es aber zu den Preisen nicht bezahlen können. Aber wir dürfen natürlich auch nicht alles verschenken, weil wir sonst irgendwann uns die eigenen Ressourcen abschneiden, um diese Dinge zu produzieren. Also ich bin, dazu werde ich später auch noch einiges sagen, ich bin auch Unternehmer und ich finde es hochinteressant, Unternehmer zu sein, der dafür sorgt, dass Dinge nachhaltig, kulturorientiert leben können. Auch da kann vieles in Ungleichgewicht geraten. Diejenigen von Ihnen, die Unternehmer sind oder in Unternehmen tätig sind, die wissen das natürlich auch. Also auf unserer Website, nochmal, Sie finden dort unter Themen, also die ist im Umbau, deswegen ist es noch ein bisschen, wir bauen gerade einen neuen Campus auf, aber die alte Website ist so, unter Themen finden Sie dann die ganzen Themenschwerpunkte, die wir am Institut machen. Und wenn Sie da draufklicken auf ein Thema, das Sie interessiert, zum Beispiel Führungskultur, dann kommen Charts wie diese. Und dann können Sie da mal durchgucken, ob Sie da was interessiert. Und wenn Sie auf eines der Charts klicken, dann springen Sie automatisch auf unseren YouTube-Kanal, wo Ihnen das erklärt wird, wo Aufnahmen, wie sie jetzt hier gerade gemacht werden, aufgearbeitet sind und an diese Charts gebunden sind, denn wer hat schon Zeit, 3 Stunden zu gucken? Und wenn Sie dann zum Beispiel sagen, okay, ich werde es nachher kurz erwähnen, dieses Konzept zur Verantwortungskulturbildung, das interessiert mich, das könnte ich vielleicht sogar heute Nachmittag in meinem Workshop gebrauchen oder in meiner Teamsitzung, dann können Sie Click to Transfer anklicken und dann kommen die ganzen Charts und die können Sie in Ihren PowerPoint-Frame übernehmen. Da steht nachher Ihr Name obendrauf, nicht meiner. Und unten steht nur ein kleines Sharing Copyright, dass die Quelle gegeben ist, aber Sie können es direkt weiterverwenden. Und wenn Sie sagen, und dazu will ich jetzt noch eine Übung machen, was empfehlen die dann so, dann klicken Sie auf die Toolbox und da geht auf, welche Übungen, Handouts und sowas wir haben und da können Sie auch wieder draufklicken und in Ihren Frame was übernehmen und wenn Sie da einigermaßen versiert drin sind, so ist unsere Vision, haben Sie nach einer halben Stunde Ihre Vorbereitung für die Nachmittagssitzung, wo immer Sie mit unseren Themen und unserem Know-how wirksam sein wollen, zusammengebaut und das alles unter Ihrer Fahne, weil also ich verstehe mich da ein bisschen so wie ein Ölförderer. Das Öl ist nicht meins. Wir haben nur ein paar Bohranlagen gebaut und verfüllen es. Und deswegen versuchen wir uns nicht an diesem natürlichen Rohstoff-Know-how zu bereichern, sondern verdienen nur mit der Leistung, es zu fördern und zur Verfügung zu stellen. Also ich mache Ihnen da Lust drauf, das zu nutzen. Wir investieren viel, um solche Dinge verfügbar zu machen. Es ist gar nicht einfach, dass Menschen das wirklich nutzen können, weil wir alle sind überschwemmt mit Angeboten jeder Art. Aber für uns lohnt es sich natürlich nur, da auch mehr reinzutun, wenn wir erkennen, dass die Menschen es nutzen und mehr rausnehmen. Das Geschäftsmodell ist so, Sie kriegen das alles geschenkt, wenn Sie noch nicht in entsprechenden Qualifizierungen waren. Und wenn Sie dann denken, okay, jetzt will ich das dann auch noch mit mehr Professionalität umsetzen, dann kommen Sie zu uns zur Weiterbildung und da verdienen wir das Geld, mit dem wir das dann wieder finanzieren. Ja, also mein Thema Organisationscoaching und Coaching-Methoden in der Organisations- und Kulturentwicklung. In der ersten Hälfte dieses Vormittags werde ich Ihnen einiges darüber erzählen, wie ich Coaching aus dieser Perspektive, die ich Ihnen jetzt schon erläutert habe, verstehe und wie ich die Landschaft sehe und möglichen Entwicklungen in der Landschaft. Coaching boomt. Wie lange noch, weiß man nicht. Wir sind da eher in einer Blase. Speziell Coaching-Weiterbildung boomen, weil jeder, der in dem Bereich tätig ist, nach einer Weile merkt, dass es irgendwie einfacher und auch interessanter ist, noch weitere Coaches weiterzubilden, als selbst diese oft sehr anstrengende Coaching-Arbeit in Organisationen zu machen.
Und die hoffen dann auch wieder, dass sie dann später mal Weiterbildner werden. Und das ist dann wie ein bisschen eine Kettenbriefaktion. Wir haben allein im DBVC, wo wir ja sehr hohe Gütekriterien an Weiterbildungsqualitäten anlegen, jetzt schon 30 Lehrinstitute in diesem speziellen Organisationsbereich. Und Anträge gibt es genug. Ich finde das in einer Weise gut. Ich hoffe, ich kann das in der nächsten Zeit deutlich machen, weil wir damit auch ein berufliches Selbstverständnis, ein Wirken wollen in der Gesellschaft attraktiv machen können und verbreiten können. Das brauchen wir dringend. Auf der anderen Seite besteht immer ein bisschen die Gefahr, dass eine Einseitigkeit inflationiert wird und irgendwann die Mode wieder weggespült wird durch was anderes. Ich habe Interesse daran. Ich habe den Coaching-Begriff als Etikett nicht gewählt. Als Christopher Raun auf mich zukam und hat gesagt, du musst mitmachen, wir machen einen Coaching-Verband, habe ich gesagt, braucht man noch einen Verband? Systemische Beratung ist zurzeit die Fahne, unter der sich alles versammelt. Warum brauchen wir eine neue Fahne Coaching, unter der sich jetzt die Leute versammeln sollen? Aber ich habe gedacht, wer weiß, vielleicht wird was draus, machst mal mit. Und es ist was draus geworden. Und wenn ich schon mal mitmache, bin ich natürlich auch immer fest am Mitgestalten. Und ich werde jetzt auch Ihnen nochmal deutlich machen, wie ich mir vorstellen kann, wie dieses Etikett Coaching auch stehen kann für eine eigenständige Professionsvorstellung und ein eigenständiges Verständnis von Wirtschaftskulturentwicklung. Und wenn das Coaching leisten kann, dann fände ich das toll. Besser vielleicht, ich glaube, es wird natürlich die systemische Orientierung bleibt immer, weil das ist eine übergeordnete Sichtweise auf die Dinge. Aber die systemische Orientierung ist dann immer noch vielleicht zu weltanschaulich oder zu methodisch orientiert, um diesen gesellschaftlichen Einfluss als Begriff fassen zu können. Ja, ich neige immer zu ganz vielen Vorreden und am Ende fällt der Vortrag runter, weil ich fertig bin mit der Vorrede, aber jetzt fange ich dann auch wirklich an. Im zweiten Teil werde ich dann stärker auf Themen wie Organisationsentwicklung, Organisationskulturentwicklung, Umgang mit Reifegraden, wer ist eigentlich für was eigentlich schon reif, ein sehr tabuisiertes Thema. Es wird immer so ein bisschen der Eindruck erweckt, man kann, wenn man die richtige Methode hat, jeden Menschen, jede Organisation, egal in welchem Zustand sie sich befinden, in kürzester Zeit fit machen. Das ist Quatsch. Deswegen ist die verantwortliche Klärung von Reifegraden der Beteiligten, um zu wissen, was man verantwortlich als Leistung versprechen kann mit den verfügbaren Ressourcen, ein ganz wichtiges Thema, stößt manchmal auf Widerstand, weil das ist nicht so einfach, jemandem zu sagen, du, es ist toll, dass du auf dem Mount Everest möchtest, aber warst du denn vielleicht schon mal in den Alpen und hast schon mal eine kleine Tour gemacht und wie kannst du das eigentlich? Und dann lass uns lieber mal in den Alpen üben und dann überlegen wir mal, ob Mount Everest irgendwann dran ist. Das sagt er, ich habe aber das Geld, das ich mir den Mount Everest leisten könnte. Ich sage, ja, Geld ist aber nicht alles. Also diese Anschlüsse an diese ganzen anderen Versuche, Organisations- und Wirtschaftskultur zu entwickeln, die werde ich dann stärker im zweiten Teil Ihnen darstellen. So, jetzt fange ich ganz von vorne an. Also, ich bin bekannt für den Slogan Coaching als Perspektive. Das sagen welche, das ist mir zu abstrakt, kannst du das nicht konkret machen? Was genau machst du denn da, damit ich es auch machen kann? Ich will Ihnen erläutern, warum Coaching eigentlich nicht instrumentell definiert werden kann, sondern als eine Sichtweise auf und auf eine Expertise, die man sich aus ganz vielen Feldern holen und zusammenfügen muss. Und zwar speziell für das Organisationsfeld. Der Begriff Coaching ist bei uns eher durch dieses Bild noch repräsentiert. Ein vertrauensvolles Vier-Augen-Gespräch zwischen einem Coach und einem Coachee. Es geht dabei um wenn es ums Business-Coaching geht, um alle Fragen, wie sich ein Mensch positioniert, fühlt, selbst organisiert, in seiner Berufswelt und in seiner Organisationswelt. Aber normalerweise ist es eine Idee von, wir ziehen uns irgendwo in ein Hinterstübchen zurück, schaffen eine vertrauensvolle Atmosphäre und dann können wir mal wirklich über alles reden und gucken, was dran ist. Und das ist auch ein guter und wertvoller Aspekt von Coaching.
bleibt es auch. Aber es ist ein Mosaiksteinchen in einem größeren Mosaik, das ich Ihnen jetzt aufzuzeigen versuche. Wir selbst sind ja ein Weiterbildungsinstitut. Wir haben zurzeit etwa 340 Teilnehmer in 22 laufenden Gruppen in verschiedenen Curricula, zweijährige Curricula, berufsbegleitend, Durchschnittsalter 40. Das sind gestandene Männer und Frauen, die Leistungsträger sind, dort, wo immer sie sind. Und wir haben schon sehr früh auf die Internen als Partner gesetzt, weil ich fest davon überzeugt bin, dass man Organisationsentwicklung letztlich nur die innen machen können. Auch schon zu einer Zeit, in der viele Coaches diese Menschen nur als Etatverwalter oder als Kunden gesehen haben, haben wir gesagt, nein, das sind unsere Kolleginnen und Kollegen, das sind die, über die Entwicklung am Ende wirklich nur nachhaltig geleistet werden kann. Und deswegen haben wir heute 2/3 bis 3/4 interne in unseren Curricula, während wir ursprünglich mal angefangen hatten, die vielen Freiberufler zu qualifizieren. Und wofür steht Coaching da? Wie wir gerade gesehen haben, es steht einmal für dieses Beratungsgespräch und in vielen beruflichen Funktionen gibt es diese Art von intimen Gesprächen dann durchaus. Es gibt eine lange Diskussion, ist Coaching eine Form von Führung? Nein, Coaching ist ein Beratungsformat, das sich dadurch auszeichnet, dass beide Beteiligten für dieses gemeinsame Event einen speziellen Kontrakt machen. Führung, zumindest die klassische Definition von Führung, wir können dann später auch noch auf andere Führungsmodelle kommen, hat etwas mit institutioneller Verantwortlichkeit zu tun. Dass, ob mein Mitarbeiter ist, können wir nicht am Beginn jedes Gesprächs verhandeln. Und ob ich dafür verantwortlich bin, dass aus unserer gemeinsamen Arbeit am Ende auch was rauskommt, das können wir auch nicht verhandeln. Und ich bin wirklich für das, als Führungskraft für das Ergebnis verantwortlich. Als Berater bin ich nur dafür verantwortlich, gute Beratungsqualität anzubieten, aber ich bin nicht für das Ergebnis verantwortlich. Insofern gibt es da aus meiner Sicht sehr klare Unterschiede. Dennoch wird gerne von Führung, die Führungskraft als Coach gesprochen und damit ist eigentlich gemeint ein Stil von Führung. Die Führungskraft sollte die Kompetenzen haben, den Menschen zu verstehen, mit dem er spricht, die Kommunikation gut zu gestalten, dass er diesen Menschen erreicht, sich selbstverständlich zu machen. Also eine Qualität der Kommunikation und der Beziehung zu realisieren, die man vom Coaching her kennt oder mit dem Coaching verbindet. Also sachkompetent und menschenkompetent zum Beispiel. Und dabei muss jetzt nicht unbedingt genau an die institutionelle Konstruktion der Beziehung gedacht werden. Das ist damit nicht unbedingt gemeint. Ja, und wenn Menschen, zu uns kommen ja sehr viele Menschen, die sagen, ich war in der IT-Branche oder ich habe 15 Jahre Controlling gemacht, ich komme aus dem kaufmännischen Bereich und ich bin es ein bisschen müde und ich merke, ich möchte jetzt einfach selbst mehr berührt sein, ich will mehr den Menschen ins Auge fassen. Ich möchte, dass bei uns der Mensch, das steht zwar auf allen Hochglanzbroschüren, der steht im Mittelpunkt und all das, ich möchte, dass wir das irgendwie leben und dafür möchte ich mich qualifizieren. Ich suche eigentlich eine Berufslebensentwicklung, in der das mehr vorkommt. Und das dann steht Coaching für eine bestimmte Professionalität, eine Ahnung, wie mein berufliches Selbstverständnis sich entwickeln könnte. Und wenn ich denke, ich möchte gern, wenn jemand Unternehmer ist, in meinem Unternehmen diese Qualität einbringen oder ich möchte als Mitarbeiter in einem Unternehmen, dass wir aufbrechen, eine solche Kultur zu entwickeln, ich habe jetzt die Leitung der Personalentwicklung übernommen oder so, dann steht Coaching für eine Kulturvorstellung in einer Organisation. Und Sie merken da von diesem Beratungsgesprächsidee weitet sich das dann sehr aus. Das Problem ist, dann haben wir keine einfachen Definitionen mehr, sondern dann brauchen wir komplexe Verständnisse, was das meinen könnte, die in jedem Moment ganz spezifisch neu
inkarniert werden müssen. Und das ist ein Verständnis von Professionalität, das nicht mit, zeig mir, wie es geht und ich lerne das und trage es überall hin. Diese Professionalität ist damit dann nicht gemeint. Ja, wenn Sie ins Internet gucken oder sich sonst im Markt umgucken, da sehen Sie ja, dass Coaching durch alles Mögliche definiert ist. Die einen sagen, ich mache Einzelgespräche, das ist das A und O für mich. Der andere sagt, ich arbeite im Team. Also sie definieren sich über Settings, in welchen Kontexten und wie arbeite ich zum Beispiel. Und so qualifizieren sie ihr Coaching. Die anderen sagen, ich definiere Coaching durch meine Rolle. Ich verstehe mich als ein guter Freund im Berufsleben meines Gegenübers. Oder andere definiert sich, ich bin Sparringspartner. Ein bisschen allergisch bin ich gegen die Formulierung, ich bin Begleiter des anderen. Ich weiß zwar, jemanden zum Bahnhof begleiten, was das ist, aber jemanden in seinem Berufsleben begleiten ist für mich sehr offen und meist Ausdruck davon, dass jemand sich nicht traut zu definieren, was er eigentlich macht, was eigentlich seine Verantwortlichkeiten da sein sollen, außer dass er halt gern zuhört und dazu sagt, was ihm einfällt. Ja, und dann gibt es viele Lebensfelder, über die Coaching definiert wird, Sport, Bildung, Gesundheit, Demografie oder über Klientengruppen, Politiker, Manager. Und das sind alles in einem Definitionsmosaik Teilperspektiven. Und die Verwirrung entsteht dadurch, dass die Menschen durch ganz verschiedene Arten überhaupt sich zu definieren, Coaching definieren, und da entsteht dieser Flickenteppich, in dem sich kein Mensch mehr auskennt. Den können wir natürlich nicht so schnell aufräumen, aber wir haben eine eigene Definition dafür gefunden und das ist eine übergeordnete, nämlich Coaching steht für bestimmte Perspektiven und für eine bestimmte Expertise, die ich mir erarbeiten möchte. Kleiner Einschub, es gibt eine Diskussion, kann Coaching eine eigene Profession werden? Und dazu muss man klären, wodurch zeichnen sich eigentlich Professionen aus? Also einmal Berufe mit hohem schöpferischen Anteil, das sind heute sehr viele. In der soziologischen Literatur sagt man, als Profession eignet sich dann etwas, wenn es eine zentrale Beziehung des Menschen zu seiner Welt repräsentiert. Also Mensch und Gesundheit, Arzt, Mensch und Rechtswesen, Jurist und so weiter. Und heute wissen wir auch, Arzt kann vieles heißen. Das kann von dem Forscher im Deutschen Krebsforschungszentrum bis zum Landarzt in der Uckermark sein. Also dadurch ist noch lange nicht definiert, was einer genau kann, in welchen Settings er arbeitet, welche Rollen er einnimmt und so weiter. Und so ist es beim Coaching auch. Und für mich kann Coaching dann eine Profession werden, wenn es zwei wesentliche Dimensionen bedient, die ich jetzt gleich noch näher erläutern werde, Mensch und Berufsleben und Mensch und Organisationskultur. Und es gibt keine anderen Berufe, die diese zentralen Beziehungen umfassend abbilden. Und da könnte Coaching durchaus als Etikett für eine neue Professionsbildung herhalten. Das Problem ist, dass auch in der soziologischen Literatur gleichzeitig sich die klassischen Berufseinteilungen auflösen und auch da neue Definitionen entstehen. Also wir versuchen so ein bisschen eine Hütte zu errichten auf einer kleinen schwimmenden Insel, die sich vielleicht auch wieder auflöst. So ist das halt im Leben. Also, die erste Hauptperspektive für Coaching ist für mich Mensch und Beruf. Und ich habe das dann vereinfacht manchmal Professionscoaching genannt. Menschen wollen gern manchmal etwas, was man auf einen Button schreiben kann. Weil Identitätsbildung bei uns sehr viel mit Etikettenbildung zu tun hat, auch wenn die Etiketten nichts hergeben. Das Problem haben wir bei den Zertifikaten zum Beispiel. Also ich Professionscoach. Und wann würde ich sagen, okay, dann, wenn das ein Mensch ist, der sich wirklich für den Zusammenhang von Berufswelt
und Mensch interessiert, nämlich die Berufswelt aus der Perspektive des Menschen. Das heißt, er muss sich auch wirklich für Berufswelt interessieren. Ich glaube nicht, dass jemand ein Professionscoach sein kann, der sich eigentlich nicht für die gesellschaftliche Entwicklung der Berufslandschaft und der Berufschancen beschäftigt. Also es kann nicht jemand sein, der sich nur für den Menschen interessiert und hört, wie der sich denn so versucht, mit der Berufswelt zu arrangieren und wenn ihm was auffällt, dazu einen Tipp zu geben. Es muss jemand sein, der auch was weiß von der Berufswelt. Sonst finde ich, kann der zumindest in diesem Sinne kein verantwortlicher Professionscoach sein. Also auch da sehen Sie schon, von daher ist allein sich mit psychologischer Kompetenz aufstellen zu wollen, nicht hinreichend. Und es geht darum, aus der Perspektive der Berufswelt auf den Menschen zu schauen. Es gibt ja viele Entwicklungen in der Berufswelt, die sind nicht in erster Linie mit der Perspektive Mensch verbunden. Also wie sind die europäischen Richtlinien für, wie kann man das kombinieren mit Sicherheitsstandards, mit Rechtssicherheit, mit Datenschutz. Und da gibt es viele Perspektiven der Berufsweltentwicklung, die nicht speziell auf den Menschen orientiert sind. Der Professionscoach ist ein Spezialist, der nicht alles weiß, aber diesen Fokus vertritt kompetent. Und was heißt das für den Menschen? Was sind diese Fragen alle zuschneiden auf den Menschen in der Berufswelt? Oder wenn er mit den Menschen arbeitet, was heißt Berufswelt für dich? Was musst du wissen über Berufswelt? Wie musst du dich beziehen auf, wenn du dich längerfristig kompetent aufstellen willst? Und in unserer, wir alle mögen es natürlich lieber übersichtlich, aber unsere Welt ist nun mal nicht übersichtlich. Wir müssen lernen, bei aller Unübersichtlichkeit trotzdem irgendeine Orientierung zu finden. Und das zumindest zu wollen und uns nicht zurückzuziehen auf irgendwelche begrenzten Sichtweisen und die jedem zu verklickern und wenn es einen gewissen Charme hat, den eine Zeit lang dafür zu begeistern, bis er merkt, arg weit kommt er damit nicht. Das ist die Aufgabe von der Haltung her für das Professionscoaching. Das heißt, wir betrachten Berufslebenswege aus beiden Perspektiven. Ich bin ja jetzt durch mein Alter auch und meine Stellung im Markt, habe ich natürlich oft Gelegenheit, mit Menschen zu sprechen, die einen jahrzehntelangen Berufslebensweg und dessen Gestaltung und was es für sie in ihrem Leben bedeutet, für die Familie, ob sie sich dabei finden, ob sie dabei den gesellschaftlichen Beitrag leisten und so weiter, mich zu befassen. Und dann schaue ich mir diese Berufslebenswege eben aus beiden Perspektiven an. Nämlich, wie passt das zu diesem Menschen bis hin zu seelischen Fragen und wie passt das in unsere Gesellschaft? Das war die eine Perspektive. Ist es okay, kann ich in dem Duktus gehen? Gut. Und die andere Perspektive, habe ich gesagt, es geht um, ich bin Spezialist für den Zusammenhang Mensch und Organisation. Also, was eine Organisation ist, wissen wir ja nicht. Organisation ist ja auch nur ein theoretisches Gebilde. Für den Juristen ist eine Organisation was anderes als für den Hausmeister oder für den Personalentwickler oder für den Finanzer. Also Organisation ist immer ein Konstrukt eines sozialen Gebildes aus einer bestimmten Perspektive. Das ist eh so. Wir haben immer wieder die Illusion, wir wüssten, es gäbe so etwas wie eine Organisation. Eigentlich ist es eine Sichtweise. Und hier meine ich jetzt Blick auf Organisation als Gebilde von Menschen. Also dieses Buch, Sie können es unter dem Büchertisch sehen, eines der neuesten Bücher, wo diese rote Leiter drauf ist, von Schäfer und Püschel heißt Organisationsentwicklung, systemische Organisationsentwicklung. Und da geht es darum, menschliche Systeme zu entwickeln. Also für uns besteht eine Organisation aus Menschen in ihren Rollen, in ihren Kontexten, die zusammen leistungsorientiert etwas bewerkstelligen. Also, und da entstehen natürlich auch viele Dinge, die sich ablösen von den
Menschen, die es mal erfunden haben, wie Organisationsstrukturen, Marktbeziehungen, Finanzmodelle, die ihre Wirkung zeugen, immer über das Verhalten von Menschen, aber eigentlich nicht verständlich, wenn man nur den Menschen anguckt. Also es ist zum Beispiel, es ist so, wenn Sie Fußball gucken, dann können Sie nicht verstehen, warum mal das Tor gegeben wird und mal das Tor nicht gegeben wird, weil das durch das Verhalten des Menschen, der das Tor geschossen hat, nicht erkennbar ist, sondern nur, wenn man die Abseitsregel kennt. Ne? Und so entstehen natürlich viele Dinge, die ihre Eigenlogik haben, die werden zwar durch Menschen gelebt, aber sie werden nicht verstanden, wenn ich nur den einzelnen Menschen angucke. Also Organisationswelt aus der Perspektive des Menschen. Also wie kann Organisation ein Gebilde zur Leistungserbringung und zum Verbringen von Berufsleben sein? Oder umgekehrt, der Mensch aus dem Blickwinkel der Organisation. Also wenn ich einen Unternehmer berate, wie guckst du jetzt auf den Menschen? Dann sagt er, ja. Einerseits, ich schwank hin und her zwischen, ich muss denn sagen, jetzt müssen wir mal aufhören mit dem dauernden Geschwätze und was schaffen. Und andererseits, ja, der hat natürlich so viele häusliche Probleme und da muss ich, bin ich auch irgendwie, bin ja auch Mensch und dann rede ich mit dem und dann können es auch mal 2 Stunden sein und so. Aber das kann ich auch nicht mit jedem machen und jetzt tue ich eine Halbtagskraft, eine Psychologin einstellen, vielleicht kann ich das delegieren und so. Also man merkt so diese Zerrissenheit zwischen diesen verschiedenen Dimensionen, aber es gibt keine Professionalität darin. Und ein Kapitel in diesem Buch ist die Frage, wie viel Mensch und wie viel Organisation. Also immer dann, wenn ich die Beziehung Mensch und Organisation anschaue, muss ich sehen, wie viel vom Menschen kann ich denn überhaupt einbeziehen, wenn ich Organisationskulturfragen lösen möchte. Ich kann nicht alles machen. Da kommen auch andere Berufe ins Spiel. Aber auch umgekehrt, wenn ich als Mensch mich mit Organisation beschäftige, kann ich nicht alle Dimensionen von Organisation einbeziehen. Also wie muss die Organisation konzipiert sein, dass der Mensch sich auf sie irgendwie sinnvoll beziehen kann und nicht einfach irgendwann in Klischees überwechselt, ja die mit die Geldsäcke, die machen alles kaputt oder die Technokraten und. Und dann springen die in ein Bild von Organisation, das nur noch hilft, Rechtfertigung und Klagen hervorzubringen, aber nicht mehr, dass ich relevante andere habe, auf die ich Einfluss nehmen kann. Und es macht ja keinen Sinn, Organisation so zu konzipieren, dass ich nicht handlungsfähig bin. Also wenn ich möchte, dass Menschen handlungsfähig sind, müssen sie lernen, situativ zu ihrer Fragestellung, zu ihrem Handlungsimpuls, Organisation so zu konzipieren, dass es nicht unterkomplex ist, sondern dass es hinreichend relevant ist, aber dass sie auch ein Gegenüber haben, wo sie das Gefühl haben, da können sie was tun und können auch merken, ob sie es gut tun und ob sie was dazu lernen. Und das ist immer wieder ein intellektueller Akt, was ist in dem Fall jetzt deine Organisation? Und in einem Supervisionsgespräch ist es die Chefin, mit der einfach Knies ist. Na, und im anderen Fall ist es die Positionierung einer Abteilung, für die woanders Leistungen verkauft werden, die diese Abteilung auch nicht erbringen kann. Und der Chef versucht aber diese dilemmaartige Auftragslage an seine Mitarbeiter durchzudrücken. In dem Fall ist Organisation was ganz anderes. Und man muss es jeweils neu konzipieren können, passend zur Fragestellung, die ich habe. Es gibt nicht die Organisation, unabhängig von der Fragestellung, die ein Mensch hat, die er bezogen auf Organisation irgendwie beantworten möchte. Und diese Fähigkeit, das intelligent, aber auch mit Übersichtlichkeit hinzukriegen, die muss gelernt werden, wenn es um die Coaching-Perspektive Mensch und Organisation geht. Und Sie kennen das ja, wie viel Ansätze, Organisation zu gestalten, gibt es, bei denen erst ganz am Ende einem einfällt, dass es aber natürlich nur funktioniert, wenn die Menschen es nehmen und tun. Und dann versucht man, den Mensch hinten dran anzubauen, anstatt von vornherein die Sache so zu konzipieren, dass man überlegt, und mit welchen Menschen an Bord oder erreichbar gibt und mit welcher Kapazität das zu lernen, mit welcher Führungskompetenz Orientierung zu geben, können wir das dann überhaupt machen? Und da würde manches Brötchen ein bisschen kleiner ausfallen, aber vielleicht hinterher gut schmecken. Also, um jetzt vielleicht mal ein bisschen propagandistisch dann das vorwegzunehmen.
Organisationscoaching, da habe ich in dem Newsletter von Christopher Rauen, das finden Sie, falls Sie ihn noch nicht kennen, bei Google einfach Christopher Rauen Newsletter, kommt jeden Monat, habe ich gerade einen kurzen Artikel dazu geschrieben, was ist eigentlich Organisationscoaching? Und einer der zentralen Sätze darin ist, dann, wenn die Gestaltung und Entwicklung von Organisationsleben und die Wechselwirkung Mensch und Organisation als Deutungsrahmen und als Gestaltungsdimension im Vordergrund steht. Und wenn das jemand beherzigt und auch ein Repertoire erwirbt, das tun zu können, dann interessiert mich nicht, welche Inhaltskonzepte er im Einzelnen verwendet oder welche Methoden er verwendet. Da soll jeder gerne frei sein. Und so ist der DBVC auch gebaut. Wir verlangen nicht, dass jemand bestimmte Inhalte kann. Wir verlangen nur, dass er eine plausible Abbildung von Organisationen hat, wenn er sich als Organisationscoach positionieren will. Also wir sind von daher auch, finde ich, ganz fortschrittlich in unseren Gütekriterien, die einerseits eine Verbindlichkeit in der Ausrichtung herstellen und andererseits eine völlige Freiheit, wie das auszufüllen ist. Es muss nur für kompetente Kollegen einsichtig sein. Da muss man immer aufpassen, dass der nicht nur deswegen uneinsichtig ist, weil der ein besseres oder ein anderes Modell hat. Also da haben wir sehr damit zu ringen, dass wir da auch liberal bleiben. Ja, und das sind jetzt die beiden Hauptdimensionen gewesen. Mensch-Profession, Mensch-Organisation. Nun ist es so, jede Berufsentwicklung und jede Organisationsentwicklung, überhaupt jede komplexe Tätigkeit, heißt eigentlich immer lernen. Das heißt, und deswegen hat natürlich damit zu tun, dass ich eine Akademie leite, dass wir Didaktik und Lernkultur ganz groß uns auf die Fahne geschrieben haben, heißt, Coaching heißt auch kompetent sein für die Organisation von Lernen in diesen beiden Dimensionen. Also wie kann Persönlichkeitsbildung einerseits persönlichkeitsgerecht, aber andererseits auch professionsweltgerecht entstehen? Also zum Beispiel, wir machen Selbsterfahrungsseminare zum Thema Portfolioarbeit. Also nicht, wer bist du in deinem Innersten und aus welcher Familie und so kommst du, sondern welche Kompetenzen und Lebenserfahrung hast du im Laufe der Zeit dir angesammelt? Sozusagen, welche Talente siehst du bei dir? Und dann machen wir viele Spiegelungsübungen. Reimst du dir das zusammen oder kommt es bei Menschen an? Weil Kompetenzen kommen nur in Wirkung, wenn andere Menschen sie verstehen und glauben und komplementär handeln. Für sich allein kann keiner kompetent sein. Deswegen ist dieses kommunikative Element, anschlussfähig zu werden mit dem, was man für sich in Anspruch nimmt, elementar für Kompetenzentwicklung. Und dazu bieten wir einen Rahmen, um zu merken, wo bin ich da auf dem Weg der autistischen Selbsterzählung und wo klickt es bei Menschen und die sagen, ja okay, dafür würde ich dich auch kaufen. Ich meine jetzt nicht im monetären Sinne. Mehr im amerikanischen Sprachgebrauch, I buy it. Ja, und das hat was mit professionsweltgerecht zu tun. Also lernst du professionsweltgerecht? Und sagst du, ja, ich war jetzt schon 3 Jahre in Psychoanalyse und habe jetzt gerade ein Seminar über esoterische Biografiearbeit gemacht und nächstes Jahr will ich damit dann auf den Markt für mittelständische Unternehmen. Könnte man Zweifel haben, ob die ganze Verständnis von Lernen und die Organisation von Lernen diesem Berufswegewunsch gerecht wird. Und für mich steht Coaching dafür, so jemandem zu helfen, zu verstehen, was und wie er überhaupt lernen muss, um sich an eine der Berufswege in der Richtung, in die er gehen möchte, überhaupt anschließen zu können und nicht einfach nur dort eine Sekte bilden zu wollen. Ja, und bei der professionellen Entwicklung, wir brauchen irgendwelche Vorstellungen davon, wie entwickelt sich jemand zu einem Professionellen, zu einer Professionellen und welche Ideen haben wir, wie entsteht Kompetenz?
Also und gerade habe ich zum Beispiel gesagt, Kompetenz entsteht zum Beispiel sehr viel mehr mit dem Lernen zu merken, wann andere was mittragen und deren Feedback zu verarbeiten. Also es geht nicht darum, jetzt die eine oder andere Übung zu können, ist auch schön, wenn man das kann, sondern es geht darum, zu verarbeiten, wie die Umwelt meine Wirklichkeitserzeugung versteht und ob sie dazu komplementär handeln kann. Das ist ein ganz anderes Verständnis von Kompetenz, die sich nicht in Inhalten und Schemata begrenzt, sondern mit Urteilsbildung und Anschlussfähigkeit. Und da kommen wir, ja, da kommen wir heute jetzt vielleicht nicht so viel dazu. Wir sind Freunde des personalen Lernens. Kompetenz hat immer etwas mit Identität zu tun. Hat meine Seele entschieden, ja, das bin ich und kann ich sein und will ich sein. Und spüren andere Menschen diese innere Entschlossenheit. Wenn jemand nicht lernt, wenn seine Seele sich nicht niederlässt, so unklar es ist in einer Professionsentwicklung, braucht es sich nicht zu wundern, dass die anderen Seelen das nicht kaufen. Und wir merken immer wieder, dass die Menschen bei uns, das ist halt so schwer zu definieren, was Identität ist, weil das ja für jeden anders gebaut und eingebettet ist. Aber die Leute sagen, es ist komisch, ich habe jetzt hier ein Jahr Curriculum gemacht, ich wollte erst nach 2 Jahren die ersten Angebote bei mir auf die Website stellen, aber es kommen jetzt dauernd Leute auf mich zu und fragen, ob ich nicht. Das hat damit zu tun, dass du dich in deine Seele sich entschieden hat, in diese Richtung zu gehen und du außerdem an der Oberfläche einige Dinge zeigst, die das plausibel machen und die anderen Seelen sich entscheiden, ja, wir nennen das seelischer Kontrakt und die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Und es gibt bei uns Leute, die haben x Ausbildung gemacht, aber die haben innerlich keine Identität gefunden auf diesem Weg und da hilft eine weitere Ausbildung nichts, ja. Sagen denen manchmal, lasst, es geht nicht um Weiterausbildung. Es geht um das Identitätsarbeit. Und dazu habe ich eine spezielle Methode entwickelt, die ich jetzt nicht darstellen kann. Ich nenne das Passamtsarbeit. Mit einem indischen Kollegen werde ich für diese Konferenz nächstes Jahr ein Buch herausbringen. Transition from Clinical to Organizational Orientation. Und das hat damit zu tun, nicht nur, dass man eine neue Sichtweise und ein neues Set von Know-how und Vorgehensweisen lernen, sondern dass die Seele sich auch umstellt. Und das hat dieser indische Kollege an sich selbst erfahren. Der hat schon unheimlich viel gekonnt. Der kommt, wie ich auch, aus der klinischen Orientierung, aber er hat immer noch eigentlich, seine Seele war immer noch Psychotherapeut. Und dann habe ich mit ihm über Skype, geht sogar über Skype, diese Passamtsarbeit gemacht und habe zu Psychotherapeut außerdem Organisationsberater eingetragen und abgestempelt und ihm zurückgegeben. Eine scheinbar völlig unspektakuläre Maßnahme, aber dann verändert sich was auf der seelischen Selbstdefinition und das hat anfangs leise, aber dann unglaubliche Auswirkungen. Schon eine Woche später rief er mir an, ich weiß nicht, was ich anders gemacht habe, aber ich bin jetzt nochmal zu meinem Auftraggeber gegangen und der hat mir jetzt 3 weitere Aufträge angeboten, die bei ihm bisher nicht angekommen waren. Es hat sich in meinem Angebot nichts geändert. Aber es hat sich was am seelischen Erkennbarkeit und Kontrakt geändert. Habe ich es doch erklärt. Wollte ich eigentlich jetzt gar nicht. Ne? Also Sie finden solche Dinge dann immer, Beispiele für Passamtsarbeit, Audio, Video und all das. Auf der Website müssen Sie dort in die Suchfunktion eingeben, Identitätsüberzeugungen oder Passamt. So, ich glaube, es versteht sich von selbst, ich will es aber trotzdem der Vollständigkeit dieser Landkarte, die ich jetzt hier aufzeige, nochmal deutlich machen. Coaching ist interdisziplinär. Also bitte kein Teilperspektivenfetischismus, wie ich das etwas geißelnd nenne, weil es gibt Kollegen, auch in meinem näheren Umfeld, aber auch international ist es zum Teil sein, die Coaching als Disziplin der Psychologie einordnen, Coaching Psychology. Und ich sage, ja, es ist auch Psychologie, aber es ist auch Ökonomie, es ist auch gesellschaftswissenschaftliches Verständnis, es ist auch Netzwerk, Logik verstehen, Design Thinking, es ist ganz vieles. Es ist nicht nur Psychologie, deswegen dürfen wir Coaching nicht der Hegemonie einer Fachdisziplin unterstellen, sondern etwas bildhaft gesprochen, Coaches sind 10 Kämpfer.
Und das kann je nach Coach, könnte es 10 etwas anders kombinierte Disziplinen sein, aber auf jeden Fall nicht nur, ich bin nur für die eine Disziplin zuständig, die breite ich aus, so gut es geht. Überlegt euch mal, wie ihr es integrieren könnt. Die Welt, der Gerald Hüther, ein Freund von mir, hat mich mal gefragt, wie würdest du das Zeitalter nennen? Und ich habe spontan am Telefon gesagt, das Zeitalter der Integrationsverantwortung. Wir zerfließen in der Vielfalt. Ja, jeder bietet einem irgendetwas als Teilperspektive an, optimiert sich darin, schiebt mir das rüber und jetzt soll ich daraus Lebensgefüge machen und es ankoppeln an die ganzen anderen Disziplinen, was der ja schon nicht kann. Es gibt viele Schulen, deren Logik immer noch so ist, ich sage euch, wie ich die Welt sehe, überlegt, was ihr damit machen könnt. Das kann man in einem Zeitalter heute nicht mehr machen. Die Kompetentesten müssen sagen, ich bette das, was ich weiß, ein in die gesamten anderen Fragen, die gleichzeitig mitbeantwortet werden müssen und biete es hier integriert. Sie würden auch keine Telefonanlage kaufen, wo der sagt, ich habe den besten Hörer und er ist optimiert nach folgenden Kriterien. Ich gebe Ihnen den mal, sehen Sie mal so, wie Sie bei Ihnen sich in der Anlage einbauen. Gut, das heißt, wir brauchen Kenntnisse einerseits in den wichtigsten Disziplinen, aber wir brauchen auch eine kritische Distanz dazu. Mein Bild ist, als Coach, also wenn ich jetzt den Gegenüber in seiner unternehmerischen Verantwortung sehe, auch wenn er nicht jetzt vielleicht der Eigentümer ist, diese Menschen haben eine ganzheitliche Verantwortung. Die müssen jeden Tag in diesen vielen Dimensionen, wo irgendwelche Klugscheißer daherkommen und sagen, wie sie es besser machen können, Entscheidungen treffen, die in möglichst vielen Dimensionen Improvement bedeuten. Das ist eine ganzheitliche Verantwortung. Und ich kann jetzt nicht, wie es zeitweilig hat es Blüten getrieben, irgendwann haben die Daimler-Leute zu mir gesagt, Projektmanagement ist zurzeit bei uns die Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Ich bin in 17 Projekten, kannst du mir sagen, wann ich arbeiten soll? Ja, da hat man noch nicht das ökologische Bewusstsein gehabt, dass man Themen nicht einfach reinschieben und aufblähen kann, sondern dass man die einfügen muss in die Bewältigung der Gesamtverantwortung der Organisation. Das heißt, als Coaches müssen wir prinzipiell der Vielschichtigkeit der Gesamtverantwortung unserer Kunden gerecht werden und tun, was wir können, um unsere bevorzugten Themen und Kompetenzen anschlussfähig anzubieten. Und das wissen Sie alle, der teuerste Anbieter ist der, der Ihnen irgendwas billig anbietet und Sie kriegen es nachher nicht in Zusammenhang. Ja. Also wir müssen, das ist nicht nur im Technologiebereich, wir brauchen Gesamtlösungen. Wir müssen dem anderen erklären, welche Vorstellung von Lösung wir haben und wie wir das, wofür wir spezialisiert sind, einbauen. Und wenn das andere, das dazugehört, nicht an Bord ist, wie der andere dazu kommt und wie das alles in einen Budgetrahmen, in einen Zeitrahmen passen könnte. Nicht, dass ich alles bedienen können muss, aber ich muss im Prinzip die Verantwortung dafür haben, verantworten, also all diese Fragen zulassen und nicht sagen, das spielt keine Rolle, wenn du erleuchtet bist, wird sich das von selbst lösen, denn dein Karma kriegt einen anderen Trall. Von daher sind aus meiner Sicht Coaches Fachleute für Integration und für Ankopplungsfähigkeit von Know-how und von Strebungen. Eines der vielen Konzepte, das ich entwickelt habe, ist das Drei-Welten-Modell der Persönlichkeit. Das ist das, wofür ich diesen internationalen Eric Byrne Memorial Award 2009 gekriegt habe. Da wird von vornherein, Sie kennen das vielleicht, das habe ich gestern Nachmittag in dem Workshop versucht, dass Persönlichkeit wird normalerweise so verstanden, da ist ein Individuum vor dem Hintergrund seiner Motivgeschichte und seiner Biografie. Und da haben wir die Gesellschaft, die irgendwelche Anforderungen an dieses Individuum hat. Und jetzt müssen wir mal gucken, kriegen wir das irgendwie zusammen. Wenn ich mental mit solchen Modellen arbeite, dann ist das nicht optimiert auf Zusammenspiel.
Und das ist ein Persönlichkeitsmodell, das von vornherein diese Trennung gar nicht vornimmt. Der sagt, ich verstehe den Menschen, also auch da ist es wie bei der Organisation, es gibt nicht den Menschen, sondern es gibt eine Sichtweise auf den Menschen. Und dieses Konzept markiert eine Sichtweise auf den Menschen, ich verstehe den Menschen, als jemand, der Rollen spielt in aufgeführten Stücken auf den Bühnen seiner Lebenswelten. Einen anderen Menschen gibt es nicht. Ich kann natürlich aus anderer Sicht den anderen Menschen dahinter konzipieren, aber das ist eine didaktische Figur, die sagt, mich interessiert immer, und welche Rolle spielst du gerade? Wie würdest du das Stück bezeichnen, in dem du spielst? Kennen anderen deine Rolle? Gibt es dazu komplementäre Rollen? Gibt es Regisseure für dieses Stück? In welcher Welt versucht ihr dieses Stück aufzuführen? Wie passt die Rolle, die du versuchst einzunehmen, in die Besetzung insgesamt des Ensembles, in das Stück, das aufgeführt werden soll, in die Kultur der Regieführung, in die Bühnenlogik, in das Marketing dieses Theaters? Das heißt, und natürlich machst du es in deiner unverwechselbaren Eigenart, Persönlichkeit personare hindurchtönen. Das darf gerne hindurchtönen, aber die wichtigsten Gestaltungselemente dieser Rollen, die haben jetzt nicht allein mit dem Hindurchtönen zu tun, sondern die haben etwas mit der Logik von Wirklichkeitsinszenierung auf Bühnen deiner Welten zu tun. Und entsprechend dieser Grundeinteilung, die ich da jetzt gemacht habe, zwischen Professionsorientierung und Organisationsorientierung, das ist aus der Praxis einfach unserer Supervision, also der Lernkultur entstanden, unterscheiden wir eben, geht es im Moment darum, ob du Coach werden möchtest, ob das für dich ein Berufslebenswegentwicklung sein kann, dann lass uns darüber reden, eignest du dich dafür, gibt es deine Biografie das her, weißt du, was das mit Lebensvollzug zu tun hat, wenn du heute in internationalen Unternehmen als Coach arbeiten möchtest, bist du jemand, der gerne reist, der Sprachen kann und was da alles dazu gehört, dann setze ich mich mit ihm in einer Professionsrolle auseinander, bezogen auf die Welten. Also die Welten sind von vornherein bei allen Persönlichkeitsfragen schon mit drin. Ich versuche gar nicht, Persönlichkeit zu begreifen ohne diesen Bezug. Deswegen habe ich nachher auch nicht dieses Transfer- und Ankopplungsproblem von dem Menschen da und die Welt da. Und das ist ein bisschen eine andere Frage, als er sagt, ja, ich möchte, es ist dann klar, unter Professionswelt-Entwicklungsgesichtspunkten Coaching gerne, aber jetzt wird mir klar, dass mein Problem vielleicht mehr damit zu tun hat, dass ich in einer technokratischen Organisation mit einer Halbtagsstelle als einziger Coach angestellt worden bin und man jetzt die Lösung aller Kulturprobleme von mir erwartet. Ich sage, okay, das ist jetzt eine organisationsweltbezogene Frage. Dann frage ich dich jetzt als nicht als jemand, der vielleicht im Prinzip Coach werden will, sondern der Coach ist in dieser Organisation. Und was waren die Motive, dass man dich da eingestellt hat? Wer hat welche Sicht auf die Fragestellung, dass man dafür Geld ausgibt? Wer würde eventuell Verantwortung übernehmen, wenn du mehr wolltest, als diese Feigenblattfunktion spielen und. Da entstehen ganz andere Arten von Fragestellungen, die etwas mit Verständnis von Organisationswelt und wie man sich dort bewegen kann zu tun haben. Und von daher merken Sie, dass diese Unterscheidung sinnvoll ist, wenn man nicht alles gleichzeitig diskutieren kann. Dann braucht man eine Ausrichtung und eine Orientierung. Und dann geht es natürlich um die Frage der Zusammenhang mit der Privatwelt. Nicht nur reist du gern, sondern was sagt deine Frau dazu, die vielleicht auch trotz der drei Kinder eine Berufslebensentwicklung machen möchte und all diese Fragen. Und ich habe gesagt, ein Coach ist ein Spezialist für Zusammenhänge. Und dieses Schema fordert auf, immer in Zusammenhängen zu denken. Also die Sekretärin heult. Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, die müssen mal zum Betriebsarzt oder was immer. Dann muss ich mir erstmal ein Bild zu machen von einem Phänomen, das ich beobachte, bezogen auf welche Wechselwirkung sehe ich das Phänomen, um zu überlegen, was könnte ein nächster Schritt sein, um mit dem Problem umzugehen. Und da ist eine völlig andere Situation, wenn ich sage, ja, die heult, weil sie eigentlich ein sozialpädagogisches Studium gemacht hat und jetzt seit 10 Jahren
festhockt in der Sekretärinnenposition und die macht es zwar gut, aber sie merkt, ihr Leben verrinnt und sie kommt nie zu dem, was sie wollte. Und sie hat jetzt einen Freund kennengelernt, der ist Heilpraktiker und der möchte, dass sie dabei mitarbeitet, der verdient aber leider nicht halb so gut wie sie und sie weiß dann nicht, ob das gehen könnte. Und sie merken, dann entstehen ganz andere Zusammenhangsüberlegungen. Ist es das Problem mit dem Freund, der ihr jetzt das Glück verspricht, wenn sie nochmal groß aufbricht und war sie vielleicht vorher ganz zufrieden als Sekretärin, obwohl sie Sozialpädagogik studiert hat? Oder ist es tatsächlich eine Verfehlung eines stimmigen Berufslebenswegs, die durch diesen Freund jetzt erst aktiviert wurde? Das heißt, ich habe ein Verständnis für ganz viele Dimensionen und deren Zusammenspiel, um dann zu überlegen, und was könnte dann der nächste Schritt sein, das zu klären. Also angenommen, es wäre ich komme zu der Schlussfolgerung, und dafür haben wir dann jede Menge Didaktik, Steuerungsdreieck. Man kann ein Vorgehen nie, man kann nie definieren, was ich jemandem anbieten möchte, ohne vorher zu definieren, was für ein Verständnis von seiner Situation ich habe. Und das hat natürlich was mit solchen Zusammenhängen zu tun. Bis dahin, dass ich sage, die ist dem völlig hörig, weil das sexuell so großartig ist, aber und so. Dann sage ich, okay, dann ist es vielleicht eher was für den Paartherapeuten. Oder sie sagt, sie stürzt sich da rein, weil sie als Ersatzfunktion für das, weil ihre Berufsentwicklung nicht vorangeht. Dann sage ich, okay, dann ist es vielleicht was für einen Karrierecoach. Und wenn sie ihre Berufsentwicklung flott kriegt, kann sie vielleicht dieser einseitigen Fixierung entsagen und kann wieder auf eine gute kritische Distanz zu dem kommen. Also Sie sehen, je nachdem, wie ich drauf gucke, kommen ganz andere Bühnen, ganz andere Rollen, ganz andere Player, ganz andere Konzepte und ganz andere Vorgehensweise ins Spiel. Und ich wünsche mir, dass Coaches in der Lage sind, dieses Gesamtspiel ganz gut abzubilden. Dann können sie darin immer noch Vorlieben haben und sagen, ich mache halt gern Paarberatung. Also angenommen, es wäre ein Paar-Thema, dann kommen sie zu mir. Aber lassen Sie mal checken, ob nicht andere Zusammenhänge. Paarberatung kann man immer plausibel machen, klar. Aber lassen Sie uns checken, Sie haben jetzt nur noch ein halbes Jahr Zeit, da müssen Sie sich entscheiden, weil der bisherige Chef geht weg, da kommt ein neuer Chef rein. Wollen Sie sich warmlaufen, diese Nachfolge anzureden, oder wollen Sie das für einen Exit, als Exit-Strategie nutzen? Dann kann ich nicht sagen, dann machen Sie halt jetzt erstmal eine Paarberatung, dann sehen wir nochmal, sondern dann muss ich irgendwie verantwortlich damit umgehen. Und solche Kompetenzen und solchen Sichtweisen wünsche ich mir für Coaches jenseits ihrer persönlichen Vorlieben. Ist das verständlich? Okay. Jetzt merken Sie, mit wie vielen Bällen ich anfange zu jonglieren. Und dann, ich habe ja in dem Vortrag gestern gesagt, man kann auch an Vielfalt erkranken, wenn man sie nicht integriert kriegt und wenn man sie nicht zu sich stimmig kriegt. Also wo ist jetzt die Identität des Coaches? Vorher habe ich gesagt, egal was ist, ich mache eine Aufstellung, da finden wir immer was Interessantes. Da habe ich gewusst, wer ich bin. Jetzt erzählst du mir, was ich alles auch noch wissen müsste, da weiß ich nicht mehr, wer ich bin. Ja. Die Frage der Identität kann eben nicht mehr mit dem Button gelöst werden, sondern ist eine Mosaik-Identität, um das Bild zu verwenden. Und in unseren Weiterbildungen, wenn es um Identitätsbildung geht, setzen sich die Menschen ständig damit auseinander, welche Mosaiksteine habe ich schon, welche haben eine große Wertigkeit, welche eine geringe Wertigkeit, wie will ich das Mosaik umarrangieren und trotzdem wissen, wer ich bin, ohne es auf einen Button zu reduzieren. Und das auch in eine Sprache zu bringen, auf meiner Website, auf meinem Flyer, die bei anderen ankommt, ohne den Bauchladen aller Welt Macker zu geben. Und das ist ein eigener, poetischer, wirklichkeitsgestaltender Prozess, der heute für mich zur Professionsentwicklung dazugehört. Es reicht nicht mehr, nur sein Handwerk zu können. Man muss es sehr komplex in alle möglichen Zusammenhänge einbetten zu können. Das ist viel komplizierter geworden als vor 30 Jahren. Als ich Gestalttherapeut zu werden anfing, war das ganz übersichtlich. Da ist ein Stuhl, du wechselst hin und her und sagst zum anderen Stuhl sowas, bis jemand weint.
Und das finden alle toll, weil in der Zeit fühlte man sich so verhärtet, dass jede Art von Gemütsbewegung willkommen war, unabhängig davon, ob sie dem nachfolgenden Leben gedient hat oder nicht. Leider würde den jungen Menschen heute, die uns kommen, auch diese schlichten Startmöglichkeiten gönnen. Die Welt hat sich aber weiter bewegt, damit kriegt man heute gar nichts mehr. Manche versuchen es noch und schaffen sich sektenartige Blasen in unserer Gesellschaft, in der das noch geht. Aber da bin ich schon aus dem Paradies vertrieben und viele andere auch. Da ist wieder das Problem, mit welchem Konzept. Muss auf die Zeit gucken. Ja. Mit welchem Konzept von Identität gehe ich da dran? Ne? Wenn ich davon gehe, ich muss aus einem Stück sein, geht das nicht. Oder ich muss mit einem, wie heißt das immer so schön, jetzt fällt mir gerade der Begriff nicht ein, mit einem Unterschied, den alle anderen nicht haben, muss ich aufwarten. Bitte? Ja, den USB. Damit muss ich aufwarten und damit muss ich Marketing machen. Ich habe etwas, was sonst keiner hat und da mache ich gleich ein C dran. Invented by me, obwohl Aristoteles das auch im Nebensatz schon erwähnt hat. Nur so komme ich zu Erkennbarkeit im Markt. Das ist kein gutes Konzept. Und deswegen meine Metapher, die Zusammenstellung macht den Blumenstrauß einzigartig und nicht der Anspruch, Blumen zu enthalten, die in anderen Bouquets nicht zu finden sind. Also Sie merken, um diese Qualifizierung in diesem Feld bewegen zu können, müssen wir mit einer ganzen Menge von Denk- und Mentalitätsgewohnheiten unserer Geschichte gleichzeitig mit aufräumen, sonst werden wir gar nicht fähig, diese neuen Kompetenzen zu erwerben. Das heißt, für unsere Curricula, wir leisten unheimlich viel Bildungsarbeit, ganz allgemeiner Art, neben der speziellen Berufsqualifizierung, weil ohne diese Bildungsarbeit eine hochwertige Berufsqualifizierung gar nicht erfolgen kann. Und da merken viele Menschen noch, dass sie jede Menge Denkgewohnheiten erworben haben, über die sie nie nachgedacht haben, die sie aber darin behindern, moderne Entwicklungen für sich zu betreiben. Also von daher sind wir die neuen Humboldts. Jeder Mensch, wenn ein Musik da ist, ist gezwungen, darin irgendwelche Schwerpunkte zu bilden, weil keiner alles kann und keiner für alles gut ist, ist klar. Ich spreche jetzt nur mal von der Identitätsbildung, später spreche ich noch von der Netzwerkbildung, wie man in Netzwerken gemeinsam was abbilden kann und was für eine Kulturleistung das sein kann. Und Sie sehen da, wir haben unzählige Diskussionen nicht nur im Psychotherapiebereich gehabt, sondern die sind im Coaching-Bereich wieder aufgelebt. Worin unterscheidet sich Coaching von Supervision? Worin unterscheidet sich Coaching von Training? Was darf der Coach, was aber der Trainer nicht darf, weil er dafür noch nicht ausgebildet ist, zumindest nicht in unserer Gesellschaft und noch nicht auf meinem Konto das Geld eingegangen ist? Und da gibt es jede Menge abgrenzende Diskussionen. Und das hat wieder was mit einer Denktradition zu teilen. Wenn ich wissen will, was etwas ist, sagen wir, definier mir das mal. Und definieren heißt Grenzen bestimmen. Ja? Und der Kulturwissenschaftler und Linguist George Steiner, von dem stammt dieses Konzept, der sagt, das sind randscharfe Erkenntnisversuche. Das heißt, was das eine ist, kann nicht das andere sein. Ja, und wir müssen die Grenze ziehen und wir beschäftigen uns mit der Sicherung dieser Grenze. Deswegen gibt es in Unternehmen Abteilungen, von denen hört man nur, wenn sie das Gefühl haben, dass man in ihr Ressort eingreift durch das, was man tut. Von denen hat man nie was gehört. Und das ist auch nicht nur ein Machtverhalten, es ist auch eine Denkstruktur. Die denken, da bin doch ich für zuständig, als könnte man Organisationskultur in Kästchen einteilen und tayloristisch in voneinander abgegrenzte Kulturfunktionen und Leistungsdimensionen. Das ist ein mechanistisches Denken. Sondern natürlich sind alle für alles zuständig und trotzdem muss jemand wissen, wofür in der Hauptsache, im Kern. Und das kann er meist nicht definieren im Sinne von
ich mache das im Unterschied zu, sondern ich gebe Ihnen mal ein Beispiel dafür, wofür ich am meisten zuständig bin. Oder wenn ich durchaus mal in anderen Bereichen, ich nehme dann noch ein Stück biografische Arbeit mit dazu oder ich mache mal eine kleine juristische Beratung nebenher. Aber ich weiß trotzdem immer, dass ich nicht der juristische Berater, nicht der Therapeut bin, sondern das dient meiner Kernleistung, die ich an folgendem Beispiel Ihnen umschreibe. Und das sind Definitionsformen, die kernprägnant sind, die auf Verstehen zielen, nicht auf abgrenzende Erklärungen. Und so ist es eben auch mit der Definition der eigenen Dienstleistungen und Kompetenzlandschaft. Ne? Mal bin ich mehr der Seelsorger, dann beschäftige ich mich bei der Gelegenheit auch mit Fragen der Lebensfähigkeit der Organisation des Unternehmers, aber im Moment verstehe ich mich hauptsächlich als Seelsorger. Und dann habe ich einen anderen Hauptfokus, wenn wir nicht alles machen können. Wenn ich jetzt im Moment gerade der Überlebensberater für den Unternehmer bin, dann interessiert mich schon auch seine Seele, da können wir mal zwischendrin gucken, trägt das mit oder so, aber da geht es im Wesentlichen um was anderes. Aber wenn ich jetzt genau unterscheiden sollte, was ist der Unternehmer und was ist die Seele in diesem Menschen, ich kann nicht sagen, wo da Grenzen sind. Das ist eine andere Art, andere Logik des Denkens. Ja, und damit müssen wir gleichzeitig aufräumen mit der Idee dieser Bauchladenkompetenz. Ich coach, ich alles können, weil ich irgendwie mit dem Leben schon immer mal viel in Berührung gekommen bin. Das geht nicht. Also wir müssen Schwerpunktbereiche definieren, in denen wir uns wirklich auskennen. Und wenn ich Professionscoach sein will, muss ich was von Karriere wegen der Berufsentwicklung verstehen. Ja? Und wenn ich Organisationscoach sein will, muss ich was von Organisationsleben verstehen. Und wenn ich Lebenskrisencoach sein will, dann muss ich was von Lebenskrisen verstehen und nicht auch schon mal welche gehabt haben und ansonsten gut kommunizieren können und verständnisvoll sein. Das reicht nicht. Das Problem ist, dass bei uns üblich ist, dass wenn jemand in einer Art gut ist, dann neigen wir dazu, bei uns selbst und bei anderen die Kompetenzvermutung in andere Bereiche und andere Schwerpunkte zu übertragen und das ist unpassend. Ist aber ein bisschen ungemütlich. Gell? Manchmal sind es ja unsere Ambitionen, weshalb wir gerne das auch noch mitmachen könnten. Das bitzelt auch am meisten, weil da verstehen wir am wenigsten davon. Das hat noch so viel Frische. Aber wir sind dann oft noch in einem Stadium der unerkannten Inkompetenz. Und das ist persönlich lässlich, aber wenn ich jemanden, der im Moment wirklich Hilfe braucht, dann mit dem Falschen beschäftige, also wenn der wirklich ein Nierenproblem hat und ich mache so gern Tattoos, und der findet irgendwann eigentlich, dass Tattoos auch schön sind. Gibt es ein Problem, ein ethisches Problem. Das heißt, wir müssen ohne eine verbindliche Landschaft der Kompetenzbilder haben zu können, trotzdem von jedem verlangen, dass er sich positioniert und damit zumindest in dauerhaften Dialog mit anderen bringt. Also eine Metakompetenz, eine Metaverantwortung. Bezogen darauf. Ja, und jetzt würde ich gerne einiges noch zur Sortierung von. Oh, Pause machen? Jetzt schon gleich? Gut, können wir gerne machen. Ich bin nach meinem Plan noch nicht bei der Mitte angekommen. Ich kann dann nachher vielleicht noch etwas abkürzen oder abspeeden, aber Pause ist auch wichtig. Können wir in 14 Minuten weitermachen um 11? Ja, bei mir heißt es 46. Ja. Also um 11 geht es dann wirklich weiter. Und es werden die belohnt, die da sind. Ich fange dann an. Vor 2 Jahren war ich in Brasilien und da habe ich gelernt, dass das Verständnis von Verabredungen auf dem Kongress dort sehr anders ist, als ich das gewohnt war.
Und da habe ich mir angewöhnt, am Ende der Pause immer erst eine 10-Cent-Story zu erzählen. Und die wurden dann so beliebt, dass dann tatsächlich auch die Brasilianer einigermaßen pünktlich zum Sitzungsbeginn gekommen sind. Eine dieser Zen-Stories geht so: Master, Master, do you know the secret of life? Fragt der Schüler. Also der Schüler sitzt immer da und lernt, und der Meister macht die Hausarbeit. Er kehrt aus, wischt Geschirr, gießt die Blumen und so. So ist es bei uns zu Hause auch. Und do you know the secret of life? Und Master so während dem Geschirrspülen so nebenbei, certainly. Oh Master, Master, you know it. Please tell me. It's not possible. Master, why not? It's a secret. Oder eine zweite kleine Geschichte dieser Art. Das ist alles aus einem Zen-Comic. Also mich wurde dann mal ehrfurchtsvoll gefragt, in welchem Kloster ich denn gelernt hätte. Und ich sagte, nee, gar nicht, aber ich habe einen scharfen Zen-Comic daheim, den ich in den 70er Jahren in Kalifornien gekauft habe. Und da gibt es auch die schöne Geschichte. Da ist eine Schnecke dabei, den Stamm eines Baumes zu erklettern, ziemlich weit unten noch. Es ist etwa März. Und es sitzt sich ein Vogel oben auf den Ast, guckt auf die Schnecke und sagt, was willst du denn jetzt auf dem Baum? Das sagt die Schnecke, Kirschen essen. Sagt der Vogel, Kirschen? Es gibt keine Kirschen. Bis ich oben bin schon. Das ist das Problem, ne, mit der Weiterbildung. ja, ist es okay, wenn ich einfach weitererzähle? Okay, also ist schon übersehbar, dass ich nicht alles schaffen werde, was ich vorgesehen habe, aber das macht nichts. Die Grundideen streue ich ja auch immer wieder ein. Ich glaube, Sie kriegen ein Gefühl dafür, und die ganze Sause können wir eh nicht machen. Es gibt ja einen Grund, warum wir zweijährige Curricula anbieten. Aber nur, es geht mir nur darum, dass Sie verstehen, was auf vielen Ebenen unsere Mentalität ist und wie wir das versuchen, didaktisch und unternehmerisch und Verbandspolitik gestaltend umzusetzen. Gut, jetzt geht's ein Stück, gucke ich nochmal auf den Coaching-Markt und die Entwicklungen im Coaching-Markt. Ich werde ja immer mal wieder gefragt, wie siehst du die Entwicklung? Das mache ich jetzt schon das dritte Mal, dass ich alle 10 Jahre zurückblicke und vorausblicke. Also da gibt es auch einen Aufsatz bei uns auf der Website dazu. Und da lag ich eigentlich noch nie falsch, muss ich sagen. Ich weiß nicht, woher ich das habe, aber irgendwie habe ich ziemlich klares Gefühl, was noch weiterhin Sinn machen wird und was nicht. Es dauert nur immer 10-mal so lang, wie ich denke. Das ist das Problem. Also ich denke, das muss doch jeder sehen, dass es so nicht bleiben kann. In 2 Jahren wird das alles anders sein. Und schon nach 20 Jahren fängt es an. Und da muss halt jeder sehen, dass er ein Portfolio hat, das er im Moment auch leben kann, obwohl er manches eigentlich schon weit voraussieht. Denn es ist leider auch so, wer zu früh kommt, den bestraft die Geschichte auch. Dann entwickelt man ganz tolle Programme, kein Mensch versteht das und will das haben. Und wenn man erschöpft sie loslässt, 5 Jahre später wird es Mode. Und andere preschen in den Markt. Also auch das eine unternehmerische, strategische Aufgabe, wie man das Portfolio von Anschlussfähigem pflegt, aber gleichzeitig es zukunftsfähig gestaltet. So, die Einbettung von Coaching, das ist jetzt, glaube ich, klar geworden, wie ich gesprochen habe, dass das notwendig ist, dass das zu einem Verständnis von Organisationsentwicklung, und für mich gehört zu jeder Organisationsentwicklung die Organisationskulturentwicklung. Und natürlich, wenn man qualifizierte Player darin haben will, zu einer auf die eigene Organisationsentwicklung abgestimmte Personalentwicklung notwendig ist. Ich neige dann immer etwas zu heftigen Prognosen, die Gott sei Dank
wahrscheinlich für die meisten Leute so puristisch nicht eintreffen. Coaching, Bauchladen, ein Auslaufmodell. Ich habe schon auch vor 20 Jahren gesagt, was alles Auslaufmodelle sein wird. Und ich komme auf internationale Konferenzen und da wird das immer noch gelehrt. Also vieles hält sich doch sehr viel länger. Kann uns Zeit geben, damit wir so lange unser Brötchen verdienen, sollte uns aber nicht träge machen, weil wir sonst Bestandteil des Nichtfortschritts werden. Also, ich glaube, Bauchladen-Coaching ganz im Prinzip wird ein Auslaufmodell werden, wie in der Psychotherapie auch übrigens, das ist nicht nur im Coaching so. Vor 20 Jahren, wenn jemand irgendeine Psychotherapie-Qualifikation hat, hat er geglaubt, er kann mit allen Themen umgehen. Und erst im Laufe der Zeit ist klar geworden, nee, da gibt es so viel komplexe, krankheitsspezifische Kenntnisse, die man haben muss. Und das hat was mit dem Körper zu tun, das hat was mit der Genetik zu tun, das hat was mit Arbeitsbedingungen zu tun. Also ich kann, wenn ich noch nie vorher eine meningiärische Krankheit, also ein Problem des Schwindelapparats behandelt habe, und es kommt jemand und sagt, mir ist immer so schwindelig. Ja, da haben wir früher gesagt, ja, schwindelig. Ja, gibt es vielleicht ein Thema mit Schwindeln bei Ihnen? So einfache Deutung haben wir, das ist einem manchmal peinlich, richtig heute, ne? Weil wir halt gedacht haben, Psycho ist alles. Und mittlerweile hat sich dann doch rumgesprochen, dass man einfach über meningiärische Krankheiten ein bisschen was wissen sollte. Und es entsteht auch im Medizinbereich das, was man Evidence-Based Medicine nennt, dass Menschen sich für bestimmte Krankheitsfelder, für bestimmte Gesellschaftsbereiche spezialisieren und von dieser Spezialisierung aus anderen Disziplinen alles wissen, was da dazugehört und nicht einfach nur aus der eigenen Grunddisziplin heraus sagen, da fällt mir so allem was ein. Und so wird es mit dem Coaching auch sein, dass ich glaube, dass der für alles zuständige Coach, dass der in einem qualifizierten Markt keine Zukunft hat. Sondern wir müssen klar sagen, da komme ich gleich noch drauf, wovon wir wirklich was verstehen. Und ich glaube auch, dass dieser Markt für Teilperspektiven definiertes Positionierung eng wird, weil wir einfach sehr viele Interne als Einkäufer qualifizieren. Ja, wenn da jemand kommt und sagt, ich mache Aufstellungen, da sind immer alle hin und weg und das klappt immer gut, das ist eine Teilperspektive und ich ich kläre immer die unaufgearbeiteten Vergangenheitskonflikte in einem Team, wenn ich dann arbeite. Ja, und es ist völlig übersieht, dass dieses Team seit 10 Jahren unterm Teppich kramt und nichts findet. Und dann komme ich dann mit einer einfachen Frage, angenommen, Sie hätten die Probleme alle gelöst, was wären dann Ihre neuen Probleme? Ja, dann müssten wir uns mit der Forderung des Managements, dass wir endlich mal Produktentwicklung machen müssten, auseinandersetzen. Ja. Und da werden wir immer qualifiziertere Einkäufer seitens der Organisation haben, die sich die Coaches ziemlich genau angucken, was die eigentlich wirklich können und ob das passt zu dem, was sie wirklich als Fragestellung haben. Und jemand, der sagt, und dann brauche ich einen eigenen Workshop für jedes Thema, können Sie sagen, wir sind kein Workshop-Veranstaltungsunternehmen, wir haben was zu arbeiten. Lassen Sie sich da mal bitte was einfallen, wie Sie Ihre Dienste in unsere Prozesse einbinden oder zumindest anbinden können. Da sagt er, was soll ich dazu sagen, ich weiß ja gar nicht, was bei Ihnen los ist. Und sagt er, ja, das ist das Problem. Also Sie müssen einfach lernen, sich kundig zu machen, wo Sie überhaupt arbeiten. Und nicht mit dem I know everything, everywhere Modell arbeiten. Ich glaube von daher, dass mehr Spezialisierten kombiniert mit integrierten Ansätzen die Zukunft gehört. Das heißt, ich habe ein Verständnis für ein größeres Gesamtmosaik, das ein großes Spektrum dessen, womit die Verantwortungsträger auf der anderen Seite zu tun haben, abbildet und darin gibt es einige Mosaiksteine und Vernetzungen und Bezüge, die bei mir stark hervorgehoben sind und die anderen sind blasser. Aber ich weiß das und mache das kenntlich und der andere kann sagen, ja, das Netz, das Sie da hervorheben, das finde ich toll. Ich glaube aber nicht, dass wir das im Moment brauchen. Wir brauchen im Moment ein anderes Netz. Und dann gibt es sehr viele
zieldienlichere Aushandelsprozesse, die auf allen Seiten natürlich auf die Dauer hoffentlich auch die Qualität erhöht, auch das Wirksamkeitserleben. Weil es ist ja ein Problem, dass wir mit unseren Dienstleistern und den großen Organisationen oft einfach ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Und dann neigen wir dazu, uns daran festzuhalten, dass wir aber ergriffene Menschen vor uns sitzen haben, was auch schön ist. Aber das löst das Problem nicht. So, jetzt ist die Frage, wenn wir mal annehmen, dass die Märkte aus diesen Dingen herauswachsen und irgendwohin wachsen werden, welche Positionierungen sind dann erforderliche? Das eine ist, ich glaube, die Menschen müssen ihre Programmatik, also das, was ich jetzt hier mache, ich breite eine Programmatik aus. Sie sollen verstehen, wenn sie mich einkaufen, jetzt vereinfacht gesprochen, welche Kultur sie sich da in den Pelz holen. Mit welcher Denke ich überhaupt dran gehe, wie ich mich selbst verstehe, wie ich sie verstehe, wie ich die Welt verstehe, um zu verstehen, weil sie holen sich mit jeder Dienstleistung eine Kultur ins Haus. Das hat man in den 70er Jahren völlig übersehen. Man sagt, wir schicken unsere PEler zu allen möglichen Schulen, die sollen es überall einsammeln, dann haben wir alles im Haus. Babylonische Verwirrung und Machtkämpfe hatten die nachher im Haus, sonst gar nichts. Und man kriegt, wenn man den Hellinger eingekauft hat mit seinen Aufstellungen, der ja zeitweilig mit Managementgruppen gearbeitet haben und mit denen also ergreifende Dinge gemacht hat, und die haben dann nachher gedacht, ah ja, das, man muss also sozusagen auf sehr komplexe spirituelle Zusammenhänge und Ordnungsgesichtspunkte von Lebensstrukturen im Prinzip achten und mit jedem klären, wo er da ist, das ist eine Form Management zu machen, dann hat man sich die Pest ins Haus geholt. Weil so kann man ein Unternehmen nicht führen. Aber dadurch, dass es Hellinger gelungen ist, in seinem Kraftfeld die Leute wirklich zu betreffen, in Dimensionen, die schon berührend waren, hat er ihnen eine falsche Vorstellung vermittelt, wie sie in ihrem Feld ihre Rolle und ihre Verantwortung wahrnehmen können. Und das habe ich ihm immer wieder gesagt. Zwischendrin hat er sogar mal eingesehen, aber sehr viele Bewunderer lassen dann sehr schnell das Gehirn wieder schrumpfen. Also Programmatiken und natürlich nicht randscharf, ne? Wir machen, sondern das ist immer eine Dialogsache. Also wenn wir in einem Masterprogramm, das wir machen, müssen die Leute in jedem Baustein sich nochmal neu vorstellen, mit welcher Programmatik sie antreten. Wenn du mich kaufst, holst du dir folgende Kultur ins Haus. Und dann erstens, dass man eine Sprache findet, die das plausibel macht, Kontext geeignet. Und dann hat man auf der anderen Seite Leute sitzen, die diesen Kontext kennen, Einkäufer, Kollegen und so weiter. Und die sagen, und was löst das bei mir aus? Ist das eine verständliche Programmatik, eine glaubwürdige Programmatik und so weiter? Also wir müssen lernen, Programmatiken zu entwickeln, während wir Kompetenzen entwickeln. Wir müssen einfach bestimmte Felder besser kennenlernen. Zumindest gibt es Fragestellungen, die kann ich nicht beantworten, ohne das Feld zu kennen. Ein kleines Beispiel. Wir machen ja vom DBVC aus öfters mal jedes Jahr Dialogforen im Januar. Und da sind wir immer zu Gast bei Unternehmen. Ich habe dort durchgesetzt, dass die Unternehmen uns erzählen, was zu tun ist und nicht wir den Unternehmen, was wir ihnen gerne verkaufen wollen. Und da waren wir einmal zum Beispiel bei Heraeus. Das ist ein Aufzug- und Maschinenhersteller und auch arbeitet sehr viel mit Edelmetallen und sowas. Und wir haben als zweites Unternehmen, wir haben immer zwei Unternehmen, die präsentieren Freudenberg, Dichtungsmaterial, Dichtung, Hersteller aus Weinheim hier in der Gegend, da gehabt. Und da ist mir mal klar geworden, als sie geschildert haben, welches, ich weiß nicht mehr genau, was das Thema war, was für Investitionen sie in Bildungsmaßnahmen machen können und welche Logik die haben müssen, dass Heraeus Mitarbeiter hat, die da Jahrzehnte tätig sind, die mit Platin und Gold und sowas arbeiten. Das heißt, das Geschäftsvolumen pro Arbeitsplatz ist immens. Während Freudenberg das Geschäftsvolumen pro Arbeitsplatz, pro Produktlinie sehr viel kleiner ist. Ne? Die haben es nicht mit Platinbarren mit 30.000 Euro zu tun, sondern mit Dichtungen für 50 Cent, die sie weltweit vermarkten müssen.
Und er hat gesagt, das hat natürlich Auswirkungen darauf, welche Vorstellungen von Bildungsmaßnahmen für welche Arten von Mitarbeitern wir hier in der Personalentwicklungsstrategie leisten können. Ich hatte vorher nie an solche Unterschiede gedacht. Oder jetzt waren wir bei Wirth, zwei hohenlohische internationaler Mittelständler. Wirth war unser Gastgeber und die zweite ist Schraubenhändler, Handelsimperium. Und das andere war Stahl, das ist ein Produktionsunternehmen, auch weltweit aufgestellt. Die machen explosionsgeschützte Schaltungen aller Art. Und dann da ist mir auch wieder klar geworden, was für ein Unterschied in der Personalentwicklungsstrategie notwendig ist, wenn ich im Handel unterwegs bin, als wenn ich produziere. Ne? Bis hin, dass die ihr Verständnis von Bodenpflege ihrer Region, also der Hersteller, die schicken ihre Lehrlinge in die Kindergärten, die dort den Kindern erzählen, weil dort nur Frauen sind als Betreuerin, was MINT-Fächer sind und warum es toll ist, eines Tages mal zu Stahl vielleicht als Firma zu gehen, weil sonst die Kinder dort überhaupt keine Grundvorstellung kriegen, dass das lohnenswerte Berufslebenswege sein können, die es in der Region gibt. So was muss der Wirth als internationaler Schraubenhersteller zum Beispiel nicht machen. Wenn man, das macht klar, welche Feldkenntnisse man braucht, um als Coach im Sinne von Experte für organisationszweckgerechtes Lernen von Menschen auftreten zu können, muss man zumindest kapieren, dass man da was lernen muss. Man muss ja nicht alles können, aber man muss mit einer Lernhaltung dran gehen und überlegen, was brauchen wir dazu, um da wirklich passende Konzepte entwickeln zu können. Und das hat was mit Branchen zu tun, ganz klar mit Unternehmenstypen. Da ist ein familiengeführtes, kleineres, mittelständisches Unternehmen natürlich ganz anders unterwegs, als wenn ich es da mit Siemens International zu tun habe. Es gibt dann Märkte, die total volatil sind. Also wenn ich mit SAP da im Gespräch bin, das ist eine völlig andere Welt, diese ganze Nerd-Digital-Welt von Verständnis von Unternehmenskultur und Struktur und welche Bedeutung Führung hat. Da haben wir mal so ein Dialogforum gemacht zum Thema Remote-Führung. Ich kann einfach nur jedem empfehlen, der in diesem Bereich tätig ist, sich auch wirklich für die Felder zu interessieren und für die Logik des Wirtschaftens in diesen Feldern, für die er da Dienstleistungen bereitstellen möchte. So, jetzt biete ich mal so ein Raster an für die Einbettung von Coaching, immer verstanden als Konfiguration von Expertise und Erfahrung. Das meiste, was wir heute noch haben, ist einfach durch situative Kundenanliegen geprägtes Coaching und verschiedene Spezialisierungen dafür. Zum Beispiel, ich bin Spezialist für Konfliktcoaching und deswegen spricht sich das rum, dass wenn jemand einen Konflikt erlebt, sagt jemand, geh doch mal zu dem, der kann Konfliktcoaching. Und das findet sich dann so über persönliche Empfehlungen. Anlass ist dann immer der Kunde, was haben Sie für einen Konflikt? Und dann antworte ich darauf mit einer gewissen Spezialisierung. Also ich verstehe Konflikte in der Regel als Reproduktionen von Kindheits-Autoritätskonflikten. Und der andere sagt, ja, ich verstehe Konflikt normalerweise als Ausdruck einer nicht geklärten Verantwortungsstruktur in einer Organisation. Also Sie sehen, obwohl es ein Kundenanliegen ist, gibt es immer noch ganz verschiedene Spezialisierungen, die ganz verschiedene Welten aufmachen, wie man mit diesem Einzelkundenanliegen umgehen könnte. Und manche Leute, die auch so ein bisschen nicht nur selbst halt coachen, jetzt als Beratungsformat, wenn sie angefragt werden, die so ganz erfolgreich sind, die holen sich dann ja 2, 3, 4 noch andere subunternehmerschaftsmäßig freiberuflich organisiert dazu. Wen holen sie sich dazu? Und dann machen sie sich eine gewisse Programmatik, die über ihre eigenen situativen Vorlieben hinausgeht. Ich hole mir dann Leute dazu, die müssen eine psychodynamische Grundausbildung haben, weil wir sind die Psychologen-Coaches.
Andere sagen, ja, ich komme eigentlich ursprünglich aus der IT, da habe ich auch den besten Markt. Ich brauche andere, die müssen diesen Markt verstehen. Ich hole mir ein paar ITler, die Coaching gelernt haben, dazu. Also, und es gesteht, und wir sagen, viele Probleme entstehen aus dem Zusammenspiel von Technologie und Mensch. Und das ist unsere Programmatik, dass wir, wenn Sie einen Konflikt haben, dass wir dann versuchen zu gucken, hat er was mit diesem Zusammenspiel zu tun, weil davon verstehen wir was. Also es entsteht eine gewisse Programmatik, die manchmal auch sich an Schulmethodiken orientiert. Ich mache Achtsamkeit, also immer Achtsamkeitscoaching, eigentlich jede Art von Fragestellung, denke ich, kann man besser beantworten, wenn man für sich und die Welt achtsam ist. Und deswegen bringen wir den Leuten immer Achtsamkeit bei. Und mit Achtsamkeit erreicht man auch meist immer irgendetwas. Und das ist mir genug. Und ich hole Leute rein, die eben auch entsprechende Achtsamkeitsneigungen und Achtsamkeitsausbildung und eine gewisse Identität entwickeln. Es entsteht also ein gewisses Anbieterprogramm, dass ich dann natürlich auch zu Märkten trage, die empfänglich sind für diese Art von Anbieterprogrammen. Das wäre jetzt Coaching eigentlich aus den Vorlieben der Coaching-Szene heraus organisiert, wenn auch kristallisiert an Anliegen, an Kundenanliegen, die sehr situativ sind. Das ist der größte Bereich heute noch. Ich glaube, dieser Bereich wird schrumpfen und es wird ein anderer Bereich, der heute noch sehr klein ist, in Zukunft wachsen. Das ist ein an Kundenprogrammen orientiertes Coaching und Spezialisierungen dafür. Also Beispiel, die Personalentwicklung eines bestimmten Unternehmens sagt, wir brauchen ein neues Verständnis von Führungsrollen. Hier wird noch militärisch geführt, Harzburger Modell von anno dazumal, da sind auch die meisten groß geworden, die heute das Sagen haben, wenn es darum geht, Führungsphilosophie in unserem Unternehmen zu diskutieren. Und wir wollen jetzt aufbrechen zu einem neuen Verständnis von Führung. Führung, da kann ich nachher ein bisschen was dazu sagen. Also Führungsbeziehungen angucken, nicht führungsindividuelles Verhalten, weil jede Führung führt, ist eigentlich eine Beziehungsgestaltung. Und am Ende ist es nicht nur die Gestaltung einer einzelnen Beziehung, sondern das Gestalten einer ganzen Beziehungskette, die sicherstellt, dass ein Gestaltungssignal dann auch in der Endfertigung und im Markt ankommt. Und jede Führung, jede Kette ist nur so gut wie ihr schwächstes Glied. Also entwickeln wir ein Verständnis von Führung, dass jeder nicht nur verantwortlich ist, dass er mit seinen Mitarbeitern zurechtkommt, sondern dass sie gemeinsam einen Führungsstil entwickeln, mit dem sie zusammen all die anderen, mit denen sie zusammen Leistung erbringen müssen, auch irgendwie erreichen können. Und ich sage, und das ist jetzt an Programmen, das Lernen neuer Führungsrollen, Auseinandersetzung mit neuen Führungsphilosophien, die wir machen wollen, dafür suchen wir jetzt einen Coach. Und das ist dann manchmal gar nicht so einfach. Also aus dieser Firma Stahl, mein Freund Klaus Jäger, der war früher Lehrtrainer bei uns, der ist dort jetzt Personalchef, der hat mal auf einem solchen Coaching-Kongress gesagt, Leute, wir haben ein konkretes Problem. Wir haben Produktlinien, in denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten, die das seit Jahren gut machen, die werden wir nach Asien verlegen. Die entfallen schlicht. Wir wollen die Leute aber nicht entlassen. Wir sind regional verantwortlich, Hohenlohe, Sie wissen das mit den Lehrlingen und dem Kindergarten und so. Wir haben ein ganz anderes Verständnis, wie wir das soziale Umfeld pflegen müssen, weil wir davon traditionell abhängig sind. Ich brauche jetzt jemanden, der sich was überlegt, wie wir diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen qualifizieren können für andere Arbeitsplätze, die es bei uns gibt. Darüber nachdenken, welche Arbeitsplätze das sein können. Können nicht alle überall hin? Differenzieren, wer sich wofür eignen könnte und Bildungscoaching, Beratungsförderprogramme sich ausdenkt. Wir sind bereit, Geld dafür in die Hand zu nehmen. Wer macht uns einen Vorschlag, wie man das machen könnte? Er hat keinen Anbieter gefunden. Aber jede Menge Leute, die ihm Visitenkarten zustecken. Gell? Wenn mal jemand Probleme hat, kann er gern zu mir kommen. Dann ist es ja so, das ist ja jetzt
sehr verbreitet geworden. Überall gibt es Organisationsentwicklungsprojekte, Change-Projekte. Das ist die ganz große Sause. Ich meine, die Welt entwickelt sich nicht ganz so schnell, wie die Verkünder der Change-Ideologien uns weiß machen wollen. Also vieles geht sehr viel langsamer, Gott sei Dank. Entscheidende Entwicklungen brauchen 7 Jahre, ist mein Credo. Und das sage ich den Leuten immer auch gleich, also das Katapultieren in neue Kulturzeiten, das funktioniert eigentlich nicht. Ins Negative schon, aber ins Positive sehr schwierig. Also, jetzt ist die Frage, kann ich Coaching verwenden, um in diesen Projekten eine wesentliche Rolle zu spielen? Und da würde ich sagen, ja, Sie finden das in dem Buch schon skizziert. Da will jetzt, sagen wir mal, ein Unternehmer sich strukturell so verändern, dass sie stärker dezentralisieren, dass sie Verantwortung übergeben an Standorte, die dann jetzt nicht mehr einer klaren Spartenorganisation wie bisher abarbeiten, was da zentral gesteuert wird, sondern die selbst eine Verantwortung für alle Funktionen am Standort entwickeln und das für sich neu aufbauen. Dazu brauchen wir Menschen, die diesen Übergang strukturell, rechtlich, finanziell und so weiter begleiten und die Menschen mitnehmen, dass sie das lernen. Und jetzt fragen wir mal im Unternehmen rum, wer hat Lust, Schlüsselrollen in einem solchen Projekt zu spielen? Ich habe eine Organisationsberatung, die mit der ich zusammen skizziere, wie dieser Prozess etwa aussehen könnte. Und dann schreibe ich aus, jeder, der sich dafür interessiert, darin eine Rolle spielen zu können, also es geht jetzt um internes Recruiting, der kriegt 5 Coaching-Gespräche, in denen er für sich klären kann, ob er dahin passt oder nicht. Und dieses Coaching kann jetzt natürlich nicht nach dem Motto ablaufen, wie geht es Ihnen heute und was können wir heute besprechen, sondern Sie interessieren sich für eine Stelle in einem ganz bestimmten Organisationsprojekt und wollen irgendwie klären, ob Sie sich darauf bewerben wollen, ob Sie sich dafür eignen und so weiter. Das ist unser Thema. Das heißt, der Coach hat eine Vorstellung von dem, was derjenige geklärt haben muss, dass nach diesen 5 Stunden er weiß, ob er sich bewerben will oder nicht. Eventuell auch in Abstimmung mit denen, die den berufen wollen. Und da kommen wir zum Beispiel an so eine heilige Kuh Vertraulichkeit. Durchaus auch helfen, die zu beraten, ob er glaubt, so jemand kann das eigentlich auch schaffen oder nicht. Also da muss man über ganz andere Regeln der Dienstleistung auch nochmal nachdenken und nicht einfach nur schematisch klassische, aus der Psychotherapie entnommene Regeln fortschreiben. Und dann kommen die Leute, die Coaches zum Beispiel, die müssen also ein Coaching-Format, eine Fokusabfolge, eine gewisse Methodik dazu entwickeln, die dem anderen den richtigen Rahmen gibt, dass er ganz individuell für sich das klären kann. Und dabei stellt sich natürlich raus, dass das Drehbuch für die Organisationsentwicklung noch völlig vage ist. Ja? Das heißt, es entstehen viele Fragen, die in die Weiterentwicklung des Drehbuches zurückgespeist werden müssen. Das macht notwendig, dass die Coaches wissen, was die Organisationsentwicklung sein wollen und jetzt zum Beispiel in einem Unternehmen sich mit den Organisationsentwicklern kurzschließen müssen. Und die Organisationsentwickler nehmen das Know-how aus dem Umgang mit denen, die als Leistungsträger in Frage kommen, um klarzumachen, was könnten wir überhaupt leisten. Es stellt sich raus in diesen Coachings, dass zum Beispiel die meisten, die das besonders gut kennen, nicht bereit sind umzuziehen. Das heißt, wir müssen überlegen, ob wir dieses Umziehproblem irgendwie lösen können. Oder wenn wir es nicht lösen können, ob wir vielleicht die Organisationsentwicklung anders anlegen müssen, dass wir die Leistungsträger einsetzen können, ohne dass sie umziehen müssen. Also Sie merken sofort das Zusammenspiel für die ganzes Verständnis von Organisationsentwicklung. Und das heißt natürlich auch, ich brauche Leute in der Organisationsentwicklung, die den Zusammenhang Mensch und Organisation ernst nehmen. So wie ich auf der Coaching-Seite Leute brauche, die diesen Zusammenhang ernst nehmen und die dann untereinander zusammenspielen können. Sei es in einem Anbieterunternehmen, sei es in einem Netz von verschiedenen Anbieterunternehmen. Die müssen dann aber eine Kultur der gemeinsamen Ausrichtung und Verständigung entwickeln, sonst können sie eine so hochspezialisierte Dienstleistung einem Unternehmen nicht erbringen.
Aber ich glaube, das leuchtet auf Anhieb ein, dass das natürlich eine super Entlastung wäre, sehr teure und schmerzenbereitende Fehlgriffe und Fehlansätze für Organisationsentwicklung und Change-Projekte zu probieren. Was da ja alles untergepflügt wird mit Kosten an Geld und Leid, das ist ja unglaublich heute. Also wir sind ja immer noch im Grunde dilettantistisch unterwegs. Und da kann unser Berufsstand was dazu beitragen. Und das ist jetzt, glaube ich, sofort spürbar. Das ist ein ganz, obwohl die Wertorientierung, die Menschenorientierung und das alles im Grunde bleibt, ist es trotzdem eine ganz andere Konfiguration von Dienstleistung und von unternehmerischer Einbettung, die in einem solchen Coaching-Projekt gebracht werden muss, im Vergleich einfach zu Bereitschaft eben Menschen, die da drin irgendwelche Abrieberscheinungen haben, dass die auch einfach ein ganz persönliches Coaching für Klärung kriegen. Das soll weiterhin bleiben, da habe ich nichts dagegen. Ich sage nicht, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Nur, da gibt es ein Spektrum an Leistungen, die wir aus unserem humanistischen Anspruch der Gesellschaft erbringen können, das auch nicht in Ansätzen ausgeschöpft ist. Und das Gleiche gilt dann mit entsprechenden Personalentwicklungsstrategien. Jetzt haben wir wieder, denken Sie, das Drei-Welten-Modell. Jetzt habe ich das alles von einer konkreten Organisationsentwicklung her aufgezogen. Aber natürlich kann auch, hoffentlich macht die Personalentwicklungsabteilung eines Unternehmens sich Gedanken darüber, welche Selbstverständnisse, welche Qualifikationen, welcher Mitarbeitergruppen werden wir denn in Zukunft brauchen. Und wie können wir Personalentwicklungsmaßnahmen konfigurieren, dass diese Menschen spezifisch auf die Qualitäten, die wir hier im Haus haben wollen, das ist fachorientiert, das ist strukturorientiert, das ist marktorientiert, das ist kulturorientiert, dass wir nachher unsere Leute so qualifiziert haben, dass die sich leicht in den Organisationsfunktionen zurechtfinden, weil es grundsätzlich eine kulturelle Passung untereinander gibt. Die haben eine gemeinsame Sprache, die haben gemeinsames Verständnis von Lernnotwendigkeit, sie haben gemeinsame Vorerfahrungen mit dialogischem Lernen untereinander, mit Selbstwertgefühlen, die man dabei hat, mit dem Selbstverständnis im Umgang miteinander und so. Das kann man nicht mal so geschwind lernen, wenn man aus einer anderen Kultur kommt. Also hören wir jetzt auf damit, einen Volkshochschulkatalog an Bildung aufzustellen und da darf halt jeder hin, der will, oder ein paar Leute werden verdonnert, die machen dann irgendeine fachliche Weiterbildung, weil man die halt braucht und dann wird das schon irgendwie transferorientiert wirken. Sondern nein, wir machen von vornherein spezifisch zugeschnittene Personalentwicklungsmaßnahmen und dann kommt diese Coaching-Kompetenz Spezialist für Lernen in der Organisationswelt zum Tragen. Das heißt, da werden Coaches angefragt, nicht unbedingt als Einzelberater, das kann durchaus auch eine Funktion in einem solchen Set von Didaktiken sein, sondern jemand, der mit dem Unternehmen zusammen überlegt, wer kann wann, bei welchen Voraussetzungen, bei welcher Art von Bildungsmaßnahmen in die Richtung dieser Kultur qualifiziert werden. Und wie können wir das so machen, dass die Leute das als attraktiv empfinden und nachher nicht von der Konkurrenz weggekauft werden. Das erzählen mir die Banker zum Beispiel, UBS und Credit Suisse und so gibt es einen ewigen, wir haben das bessere Bildungssystem, aber die UBS sitzt nebenan, sobald wir die Leute eher mit Herzblut qualifiziert haben, kaufen die uns einfach weg. Ja, also man sieht, dass also auch selbst solche hochdifferenzierten Personalentwicklungsprogramme natürlich nicht ohne Beachtung der gesellschaftlichen Verhältnisse und der Marktzusammenhänge gemacht werden kann, weil sonst wird das ein Verlustgeschäft. Und wenn das ein Verlustgeschäft wird, wird es natürlich unternehmerisch nicht verantwortlich. Also man muss sehr komplex denken, aber es wird dann sehr, sehr anspruchsvoll, also dass da nicht mit der Gießkanne Bildung irgendwas gemacht wird oder dann, wenn es brennt, sondern dass man ein Verständnis hat, Bodenpflege, welche Kultur wollen wir hier im Hause haben? Und da können Coaches wirklich eine sehr segensreiche Qualifikation einbringen, nicht unbedingt oder nur beiläufig oder gelegentlich in der Rolle des Einzelgesprächsgestalters. Also
Designkompetenz aus Perspektive von Coaching, Ankopplungskompetenz mit wichtigen Playern in der Organisation, Verständnis, wie das an Geschäftsverständnisse, Geschäftsmodelle und Marktpositionierung angedockt werden kann, dass es nachhaltig auch von den Machtträgern und hinter denen stehen ja sehr oft die Finanziers auch getragen wird. Also wie kann Kultur mit wirtschaftlichem Erfolg hinreichend kombiniert werden? Natürlich, wenn man dann ein Unternehmen antrifft, in dem einfach das Auspressen von Zitrusfrüchten die Grundmentalität ist, geht das nur sehr begrenzt. Das muss man auch einfach wissen. Dann kann man sich aber auch das humanistische Gedusel sparen. Muss man sagen, okay, wenn nicht im Prinzip die Chance besteht, dass immer mehr Menschen Mentalitäten bilden, dass es in die Richtung gehen soll und man damit Impulse für die Wirtschaftskulturverständnis auch der Eigner setzen kann, muss man überlegen, wie viel von seiner eigenen Lebensenergie und von der Kompetenz man da reinsetzt oder nicht. Und ich hoffe, dass es mal irgendwann so weit kommt, weil wir ja immer anspruchsvollere neuere Generationen haben, dass ein Unternehmen sagt, wenn ich nicht Kultur schaffe, kriege ich die besten Leute nicht. Und das ist auch der Grund, weshalb wir nicht Nebenqualifikation bilden, sondern die besten Leistungsträger bilden, weil auf die hört man und deren Bedürfnisse muss man berücksichtigen, weil sonst kein wirtschaftlicher Erfolg auf Dauer möglich ist. Also gibt es ein Verständnis dafür, wie Coaching im Rahmen von hochwertigeren PE-Strategien, und da ist Geld in dem Markt, Milliarden. Also es ist nicht so, dass man da auf Geld verzichten muss, wenn man das machen will. Bitte hier im Mikro. Darf ich es durch ein Beispiel ergänzen? Gerne. Also gerade was die beiden letzten Punkte ergänzt. Die Lufthansa hat gerade ein total interessantes Programm aufgesetzt zur Neuqualifizierung ihrer Führungskräfte und hat dazu die Leute aus dem Coaching-Pool eingeladen, zu sagen, wir brauchen eigentlich mit eurer Hilfe ein neues Verständnis von Führung, damit wir als Lufthansa überleben können. Genau. Fakten sind ja viel bekannt. Das ist ein tolles Programm, was ich auch in der Form nicht kenne, als Coach angefragt zu werden, sagen, hier, wir brauchen euch alle, um bestimmte Ziele zu erreichen, die wir vorgeben von HR oder PE-Seite her, ja, um eigentlich im Grunde genommen diesen ganzen OE-Kurswechsel hinzukriegen. Ja, jetzt weiß ich ja von dir, dass du sozusagen sehr kompetent bist von einer bestimmten Methodenseite her, die ganze Gestaltbetrachtung, weißt du, hast du ja schon deine Dinge vorgestellt. Wenn du da mitmachst, kannst du ein bisschen was drüber sagen, was das an Herausforderungen für dich bedeutet und welche Wandlungen und Anpassungen du da für dich siehst, wenn das kommt? Gestalt ist so eine Qualifikation, die schon ein paar Jährchen zurückliegt. Das war mir dann auch zu eng, ne? Zu sagen, ich brauche ein bisschen mehr Verständnis von komplexen Systemen. Ich glaube, die größte Herausforderung ist, das System Lufthansa zu verstehen und die Kultur Lufthansa zu verstehen und die Unterschiede zu verstehen aufgrund von Kontextfaktoren, Umwelt, Wettbewerb, bisherige Führungskultur, neue Kultur, Widerstände in der Belegschaft. Also es ist für mich ein permanenter Lernprozess, in dem ich versuche, mich zu bewegen und zu gucken, wo kann ich einen Stellhebel finden, mit den Menschen in ihrer Komplexität wiederum Veränderungen herbeizuführen. Also deine Hauptkompetenzentwicklung ist Feldkompetenzentwicklung? Ja, das wäre die eine Hälfte der Antwort, aber die andere Hälfte ist auch zu sagen, ich stelle mal das dagegen, was ich an anderen Feldkompetenzen kenne, um zu gucken, kann man da was entlehnen daraus und kann das vielleicht ein Lernmodell sein für die innere Feldkompetenz? Ja. Das ist so toll. Ja, das ist natürlich dem Versuch, Bescheidenheit einem großen System gegenüber zu begegnen. Ja. Der Wolfgang hinter dir möchte auch gerne mal sagen. Ja, das hat mich jetzt angeregt. Das Beispiel Lufthansa, ich denke mir, wie du richtigerweise gesagt hast, es gibt Märkte, die scheinen relativ stabil zu sein, und dann gibt es wieder andere Märkte, die sehr getrieben sind von Entwicklungen. Ich glaube, die Luftfahrt, das ist eh bekannt durch die Billig-Airlines, sind momentan in einer massiven Umbruchsituation. Bei uns in Österreich, wenn man die Lufthansa-Tochter, die Auer, die quasi schwer angeschlagen war, jetzt wieder positiv dasteht, aber die kämpfen ziemlich ums wirtschaftliche Überleben. Als Coach ist für mich da die Frage auch, wie weit muss ich da Feldkompetenz haben über spezifische Marktentwicklungen und Entwicklungen runtergebrochen dann in die Organisation oder in bestimmte Professionsfelder.
Also ich denke mal, die Piloten sind nicht mehr das, was sie früher mal waren, vom Ansehen, von der Bezahlung, von dem, wie sie auch mit Zeitressourcen ausgestattet werden. Ja, wie tief muss ich da überhaupt einsteigen? Ich meine, ich habe jetzt zufälligerweise da wieder ein bisschen mehr Kontakt zu dieser Branche bekommen, aber ja, wie weit muss ich mich da sozusagen vorbereiten? Brauche ich da eine spezielle, spezifische Art von Einschulung oder gehe ich dann mit einem schlechten Gewissen zu dem Kunden rein? Wie siehst du das? Also ich meine, man muss ja auch irgendwie die persönliche Zeitbalance wahren. Ja klar, da kommen also Passungsfragen aller Art, auf die es keine fertigen Antworten gibt. Also wir setzen da nicht darauf, dass wir Antworten dafür hätten, sondern dass wir Dialogkulturen schaffen, in denen situativ um solche Antworten gerungen wird und die relativ beste im Moment möglich ist. Gibt's, wenn man schon gerade dann so eine kleine Zäsur dieser Art hat, gibt es andere Fragen, Einwände, die wir bei der Gelegenheit vielleicht auch gleich noch angehen könnten oder Beispiele? Also auch Ergriffenheit darf zum Ausdruck gebracht werden. Okay, wenn da kein Bedarf ist, ist mir das recht. Moment. Diese Entwicklungen, die Sie da beschreiben, sind das mehr eher deutsche Entwicklungen? Also ich arbeite für einen amerikanischen Konzern und wir stehen da irgendwie relativ am Anfang, aber das Thema Coaching wird da irgendwie ganz anders betrachtet. Also da gibt es dann Coaching-Pakete, wo die Führungskräfte dann hin müssen und die dann für 10 Sitzungen schon geplant sind, wo also unglaubliches Geld meiner Meinung nach aus dem Fenster geschmissen wird. Also es ist irgendwie ein anderer Ansatz. Also ich erlebe das nicht so. Also schön wäre, wenn wir unsere noch nicht vorhandenen oder eventuell wenigst vorhandenen Coaches mal einladen würden und mit denen in so einen Dialog treten wie die Lufthansa. Aber in Amerika erlebe ich das nicht so. Ja, vielen Dank für diese Schilderung. Das gibt mir eine Gelegenheit, etwas über dieses International Network for Organizational Development and Coaching, das wir versuchen aufzubauen, zu sagen. Also es ist, glaube ich, einfach richtig, dass Deutschland als sophisticated country in der Beziehung in Teilen sehr weit voraus ist. Und das finde ich auch toll. Ich meine, wir werden eine sehr kleine Player in Zukunft werden. Wenn Deutschland etwas leisten kann, dann können wir als Entwickler und Know-how-Vermittler in andere Kulturen hinein wirtschaftlich erfolgreich sein. Und es gibt viele Länder, in denen gibt es null Verständnis bisher, auch nur über rudimentäre moderne Führungsverständnis oder Ähnliches. Da hoffen wir natürlich, dass wir mit dem, was wir entwickeln, sehr viel anregen und beitragen können. Speziell mit den amerikanisch geführten Unternehmen, die haben einfach eine andere Kultur. Also auch der Coaching-Begriff ist dort völlig anders belegt. Da können wir mit dem, was wir Organisationscoaching nennen, wahrscheinlich, deswegen haben wir den Begriff erweitert, eher über Organizational Development, was machen. Aber die gesamte Mentalität dort ist sehr tayloristisch noch. Irgendwelche Programme basteln, weltweit ausrollen. Es hat eine Mentalität von Kolonialismus nach wie vor, von Selbstbezogenheit. Und ich habe viele Jahrzehnte mittlerweile, also Hewlett Packard und verschiedene Unternehmen begleitet, die amerikanisch getrieben waren. Und es sind bisher alle Versuche, intelligentere Systeme vor Ort gegenüber dieses Ausrollen von Schemata durchzusetzen, gescheitert. Die Chinesen machen das offenbar anders. Die sind in der Beziehung, obwohl man immer, bei Chinesen habe ich immer so alte Bilder von wie die Ameisen und so. Das stimmt aber nicht. Die sind da viel kulturintelligenter. Offenbar, ich höre da von Beispielen, dass die sehr wohl interessiert sind, Kulturentwicklung, die wir hier in Deutschland leisten können, obwohl sie die Eigner sind, zu fördern. Wahrscheinlich, um, wenn es gut ist, das irgendwann mitzunehmen und dort in großem Rahmen zu machen. Aber gut, wenn Sie damit sozusagen uns als Pfleger und Weiterentwickler solcher Kulturverständnisse langfristig auch brauchen können, finden wir ja vielleicht damit unsere Rolle in der Welt. Aber das ist ein bisschen ein Problem, zum Beispiel mit Amerika. Es sind aber in jedem Land dann nochmal anders. Ich arbeite auch mit Indien und China und so. Ich habe lange in Russland gearbeitet. Wir sind natürlich
der Schwanz, der nicht mehr im Dackel wackeln kann, das ist ganz klar. Wir sind hier schon ein kleines Licht und weltweit sowieso, das muss man einfach so sehen. Aber wir können doch ferment werden. Und wir haben lange Zeit jetzt als deutscher Verband, Deutscher Bundesverband Coaching, versucht, internationale Coaching-Verbände uns anzuschließen, um solche Entwicklungen und Diskussionen anzustoßen. Das Problem liegt hier da aber jetzt erst in der Verbandslandschaft. Die Verbände sind alle aufs ganze Coaching-Spektrum orientiert und meist demokratisch verfasst. Und 2/3 der Leute sind personenorientiert. Und die wollen zwar gerne im Organisationsbereich arbeiten, wollen sich aber diese Auseinandersetzung mit Organisationskulturen nicht wirklich stellen, als mehrheitlicher Prozess, weshalb wir das aufgegeben haben, sozusagen gemeinsame Standardentwicklungen mit ausländischen Gesellschaften oder internationalen Coaching-Gesellschaften zu machen. Und haben jetzt beschlossen, eine eigene Initiative zu versuchen. Und das ist International Network for Organizational Development and Coaching. Da ist einer der Mit-Taskforcer, sitzt hier auch im Raum. Und die Idee ist, wir versuchen, Hoffnungsträger in den anderen Ländern zu finden. Circa 40-jährige Männer oder Frauen, sei es als Freiberufler, sei es als interner PEler oder was immer, die ihre Show noch nicht zusammen haben und nur noch verkaufen wollen, sondern die dabei sind, ihre Berufsidentität zu entwickeln und zu finden, also die noch hungrig sind, aber schon genügend kompetent, dass sie verstehen, wenn man ihnen was auseinandersetzt und die Chancen haben, wirklich Partner auf Augenhöhe zu sein. Und dass wir diese dann einladen, das machen wir im Frühjahr im Heidelberg, werde ich ein 3-tägiges englischsprachiges Seminar machen, um die einfach die Diskussion anzufangen, systemische Perspektiven auf Coaching und Organisationsentwicklung, in der Hoffnung, dass diese Menschen sagen, das interessiert mich, diese Ausrichtung gibt es bei uns noch nicht. Ich möchte Stammesgründer für diese Art von professionellen Communities sein, also nicht nur mein eigenes Business machen, sondern auch noch kulturbildend in meinem Land, in meinem Unternehmen arbeiten und solche Menschen hoffen wir zu finden, die dann in 10 Jahren, 15 Jahren organisationsbezogene Coaching Associations gebaut haben, mit denen wir dann auf Augenhöhe, ohne eine Dachorganisation zu machen, nur wirklich als kulturelles Austauschforum solche Ideen gemeinsam weltweit weiterentwickeln können. Das ist ein sehr weites Programm. Ich weiß nicht, ob ich entscheidende Fortschritte noch erleben werde, aber ich habe ja von der Kathedrale gesprochen. Ich versuche mit anderen zusammen da ein paar Steine noch auf diese Mauer zu legen, in der Hoffnung, dass eines Tages da mal was steht. Wenn jemand im Raum ist, der solche Menschen kennt, wir kriegen jede Menge Interessen, das finde ich toll, da würde ich auch gern mitmachen, ich sage, aber wir brauchen jetzt nicht die Deutschen, wir brauchen jetzt die Hoffnungsträger dort. Wenn Sie solche kennen, bitte verweisen Sie sie an uns, dass wir mit denen in Dialog kommen können und sie nach Heidelberg einladen können im Frühjahr nächstes Jahres, um Samen zu sehen, zu Setzlinge zu machen für ein solches künftiges internationales Netzwerk. Und sonst werden wir natürlich, wenn Sie sich entschieden haben, im amerikanisch-kulturell geführten Unternehmen zu arbeiten, haben Sie die damit verbundenen Fragen und ich wünsche Ihnen gut Glück und viel Unterstützung, sie gut zu beantworten. Gut, dann habe gerade festgestellt, dass ich viele Sachen eigentlich jetzt schon erzählt habe, die jetzt auf den künftigen Charts kam, also ich habe sozusagen meine Route entlang der Charts das zu erzählen ein bisschen verlassen. Die Charts mache ich, weil wir die nachher kombinieren können mit den Videos. Ich habe Ihnen das erklärt. Sie können dann später, wenn Sie das wollen und finden das auf der Website, auf das Chart drücken und Sie kommen an die Stelle im Video, in der ich das gerade erläutere. Deswegen, aber manchmal geht mein Gehirn dann andere Wege, als die vorbereiteten Charts sind. Da muss ich irgendwie sehen, dass ich den Anschluss wieder kriege. Hier eines der Schaubilder, das ich dann neu entwickelt habe. Qualität von Coaching hat was mit Begegnung von Programmatiken zu tun. Also hochwertiges Coaching in diesem erweiterten Sinne findet statt, wenn die Anbieter eine geklärte Programmatik haben und Kompetenz entwickeln, die anderen in programmatische Diskussionen zu verwickeln und wenn die Kundenorganisation beginnt, eine Programmatik zu entwickeln.
Also wir haben folgende Vorstellung, wie Organisationsentwicklung bei uns laufen soll. Nicht irgendwie, sondern das wäre es. Oder wir haben Vorstellungen, wie Personalentwicklung bei uns laufen soll. Passt Ihre Programmatik und unsere Programmatik zusammen und wie könnten dann, wie kann dann unsere Zusammenarbeit aussehen? Und das heißt auch ein anderes Marketing. Also einer unserer Lehrtrainer, der macht es mittlerweile so, das ist ja nervig, wenn die auf diese Pitches gehen müssen. Ne? Da hat sich irgendein Personal oder irgendjemand, der manchmal sehr naive Vorstellungen hat, irgendein Programm ausgedacht und ist jetzt sehr strikt, dass die Anbieter da reinpassen müssen, sonst kauft er die nicht. Und dann müssen die sich, dann merken die, okay, das macht nicht viel Sinn, was die da produziert haben, das darfst du ihnen aber nicht sagen, sonst fliegst du gleich aus dem Rennen. Und der hatte die Schnauze davon voll, macht das jetzt andersrum. Wenn einer seine Dienste haben möchte, aber dazu muss man natürlich ein Marktgewicht entwickelt haben, dann kann er sich bei ihm bewerben. Ja, dann sagt er, natürlich jetzt nicht so flapsig gesagt, sondern das finde ich interessant, dass Sie an uns denken. Bitte skizzieren Sie mal kurz, worum es Ihnen geht und welche Art von Entwicklungen in Ihrem Unternehmen. Dann können wir uns kurz darüber unterhalten, was sind ein paar Schlüsselfiguren, die Sie dafür brauchen, die die Regie im Unternehmen führen müssen und die überzeugt sein müssen, weil es sonst eh nicht geht. Und dann bringen Sie die doch mit und wir machen einen halben Tag, es kostet Sie nichts. Und dann sagen Sie uns, was Sie für Probleme lösen wollen. Und dann denken wir darüber nach, wie wir darüber denken und welche Art von Maßnahmen wir von uns aus vorschlagen wollen. Und Sie überlegen sich dann, ob Sie das interessiert. Und seither machen die mehr Abschlüsse als vorher. Ja? Weil sehr viele Einstiegsanliegensdefinitionen seitens der Kunden dann oft auch überhaupt nicht das Problem lösen, das sie damit lösen wollen. Aber sie brauchen irgendeine Anfangsplattform und Coaching ist da wirklich zu einer Schlüsselhandelsware geworden, wie Teamentwicklung auch. Ich kaufe eine Teamentwicklung, hat jeder das Gefühl, wissen wir, was das ist. Wenn man genau nachfragt, weiß kein Mensch, was das ist. Welche Probleme will er überhaupt lösen? An wen denkt er dann als Team? Welche Art von Maßnahmen hat er sich vorgestellt? Das ist der Einstieg, um dann sehr kompetente Klärung zu machen. Und es hat dann keinen Sinn, wenn ein kompetenter Anbieter, der eine sehr differenzierte Programmatik entwickelt hat, dann versucht, sich irgendwie zu verbiegen, in eine Programmatik zu passen, die nicht, kulturell nicht stimmt. Sondern da kann man auch einfach mal umdrehen und sagen, gut, hören Sie sich mal unsere Programmatik an. Wir reagieren schon auf das, was wir als Ihre Kultur verstehen. Und dann sagen wir, welche Kombination Sie machen müssen. Es hat nicht viel Sinn, dass Sie diesen Organisationsentwicklungsprozess weiter betreiben, weil mit dem Personal, das Sie da haben, können Sie so hochwertige Inszenierung. Sie haben ein Bauertheater und wollen jetzt eine Tanzcompany da machen. Das ist sicher sehr schön, aber klären Sie doch mal, ob da eine Neigung besteht zu tanzen oder wer das anleiten könnte und so weiter. Es hat gar keinen Sinn, das zu verfolgen, wenn wir da ein paar ganz grundsätzliche Dinge nicht klären, ob das nachher zusammenpassen wird. Weil so jedem Anfang wohnt ein Zauber innen, aber den meisten Anfängen wohnt auch das Scheitern innen, weil einfach nicht weit genug gedacht ist. Und das gehört zu unserer Verantwortung, den Leuten zu helfen, weiterzudenken, dass sie wissen, was es alles braucht, dass am Ende das Brötchen rauskommt und es nützt nichts, nachher eine Teigschüssel zu haben für ein Riesenbrot, das nie fertig gebacken werden kann. Und dann backen wir mal. Und das ist aber die Mentalität nicht in den Unternehmen oft so. Die sagen, ja klar, es wäre schon schön, wenn wir das erstmal in einem bestimmten Bereich probieren wollen, ob wir das überhaupt alles hinkriegen. Aber wir sind international aufgestellt, was machen die anderen 10.000? Ich sage, ja, die müssen dann halt warten. Also es hat keinen Sinn, wenn wir mit 10.000 experimentieren, wenn wir schon nicht wissen, wie wir es mit 50 hinkriegen. Also das ist dann auf ganz vielen Ebenen ein Abstimmungsthema. Aber Coaching-Qualität im Sinne von, kann unsere Expertise dort wirklich heilsam und hilfreich sein, hängt eben von solchen Passungen von Programmatiken zu tun und dazu müssen wir sehr viel lernen, Programmatiken sinnvoll zu entwickeln und eine Sprache der Begegnung von Programmatiken zu finden. So, jetzt fange ich den zweiten Teil an. Mache ich jetzt natürlich nur sehr kurz. Es geht also um den Anschluss an
Konzepte von OE und Führung. Da zeige ich Ihnen einfach nochmal schlaglichtartig, wo unsere Konzeptentwicklungen in diesen Bereichen sind, weil Sie haben ja jetzt verstanden, dass unser Coaching-Verständnis damit viel zu tun hat. Das Thema Reifegrade vielleicht dann auch nochmal. Das Thema Unternehmenskonstellation auf Anbieterseite im Coaching. Das ist ein Thema, was auch oft vernachlässigt wird, weil Coaches, viele wollen gern aus der komplizierten Organisation raus und wollen jetzt einfach gern Freiberufler sein und irgendwas Kleineres machen. Jetzt erfahren die aber, wenn ich Partner von Großen sein will, muss ich zumindest mich vernetzen. Also ich brauche irgendeine unternehmerische Struktur, weil sonst kaufen die Großen bei mir nicht ein. Würde ich als Großer auch nicht machen. Würden Sie bei einer Softwarebude einkaufen, wo zwar ein genialer Software-Bastler ist, aber Sie nie wissen, was aus dem wird? Würden Sie dem Ihre Verwaltungssoftware für Ihr Unternehmen überlassen? Kann nicht sein. Also es gibt auch einen Grund, warum jetzt diese Unternehmen, diese relativ dummen, aber sicher arbeitenden Programme einkaufen, weil wir ihnen keine intelligenteren mit gleicher Nachhaltigkeit anbieten. Also da sind wir auch in einer Bringschuld, vor der wir uns manchmal etwas hinwegzieren. Ja, und dann würde ich gerne auch noch mal was sagen, das ist ein anderer Bereich, auf den ich noch aufmerksam machen wollte, das Zusammenspiel von Profit- und Non-Profit-Unternehmertum. Ich habe ja selbst eine Stiftung gegründet und versuche sehr viel dafür zu tun, unser Know-how auch im Non-Profit-Bereich zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, es ist essentiell für verantwortlich wirtschaftende Unternehmen, dass sie ein Verhältnis zu diesen Bereichen finden und nicht nur Almosen abgeben oder Image-Sachen kaufen. So, das ist ausführlicher dargestellt in dem jetzt mehrfach schon erwähnten Buch mit der roten Leiter drauf. Was ist Organisationsentwicklung für uns? Das Buch haben wir geschrieben, weil unsere Teilnehmer immer sagten, wir lernen hier zwar ganz viel für OE, aber was ist denn eigentlich euer Verständnis von OE? Wir haben also mir abverlangt, eine Programmatik aus einer gewachsenen Praxis zu formulieren. Also unser Verständnis, was ist Organisationsentwicklung? Das ist allgemein die Kunst, die Entwicklung von Organisationen zu gestalten. Das heißt, gestalten heißt, dass wir auch lernen, Bilder zu entwickeln, wie sie sein soll. Also in der Theatermetapher gesprochen, dass wir Drehbücher schreiben und dass wir danach Ideen entwickeln, was braucht man, um das zur Aufführung zu bringen. Und von dem Plot, einer Idee, was ich gerne aufführen möchte, bis zum Schreiben eines Drehbuches, was auch unterwegs stattfinden kann, bis zu Finden von Regisseuren, Zeit zum Üben und all das. All das ist für uns in dem Containerbegriff Organisationsentwicklung enthalten. Also nicht Entwicklung von, da kriege ich immer so Lapidarsprüche, Entwicklung findet eh statt, das ist halt so. Oder jede Organisation hat eine Kultur und eine Entwicklung, da können wir gar nicht viel machen. Nein, ich meine natürlich wünschenswerte Entwicklungen. Und nicht im Sinne von biologisch, es entwickelt sich, sondern wir tun etwas, das in diesem Garten was wachsen kann. Und dazu gärtnern wir und dazu haben wir eine Vorstellung von dem Garten, wie er mal aussehen könnte und probieren aus, ob wir uns in Abstimmung mit allen Prinzipien, die wir nicht in der Hand haben, ob wir uns dorthin bewegen können oder nicht. Und das habe ich jetzt schon in anderen Zusammenhang klar gesagt, dass Organisationsentwicklung ist auch eine Entwicklung von Kompetenz der Player und von Lernen für Wirklichkeitsinszenierungen. Das habe ich gestern in dem Workshop ja nochmal sehr deutlich gemacht. Das ist eine gesamte Lernkulturvorstellung und Didaktik, die bezogen ist auf das, was mit begrenzten Mitteln von konkreten Menschen für ein bestimmtes Projekt gelernt werden muss. Also nicht so, ich hole die raus, die lernen irgendwas und dann hoffen wir, dass Transfer stattfindet. Mit dieser Lernkulturvorstellung können wir das natürlich nicht leisten. Und ich habe das vorher ja schon mal erklärt, wie ich mir dann vorstelle, wie solche Prozesse Einbindung in Organisationsentwicklung aussehen könnten. Dann ganz klar Organisationsentwicklung als die Entwicklung menschlicher Systeme.
Es gibt einen systemischen Ansatz von Luhmann geprägt, die sagen, eigentlich ist eine Organisation, das sind Strukturen und Prozesse und der Mensch ist Umwelt. Intellektuell interessant. Ich kann so nicht arbeiten. Ich kann immer nur mit Menschen arbeiten. Aber natürlich nicht der Mensch an sich, sondern der Mensch in seinen Rollen, der Mensch in speziellen Kontexten. Und dann kommen jetzt diese ganzen Kontext- und Felddinge, die ich jetzt schon oft genug gesagt habe, mit dazu. Es ist nicht, ich muss ein Bild vom Menschen in dieser Welt haben, aber für mich sind es immer Menschen, die die Wirklichkeitsinszenierung in der Welt zu verantworten haben. Nicht immer kann der Einzelne alle Faktoren dabei beeinflussen, aber es waren mal Menschen, die die Faktoren geschaffen haben, die sich verselbstständigt haben und es können nur Menschen sein, die etwas dafür tun, dass diese Verselbstständigung sich wieder verflüssigen und andere Wirklichkeitsvorstellungen möglich werden. Also ich kann nicht anders denken. Ich wüsste gar nicht, wer dann sonst mein Gegenüber wäre, mit dem ich arbeite. Also wir denken in Menschen, aber eben haben Konzeptionen von Menschen, die dieses Denken bezogen auf die ganze Organisationswelt auch möglich macht. Ja, und das habe ich schon gesagt, Organisationsentwicklung ist immer gleichzeitig auch Kulturentwicklung. Also viele Grundverständnisse, wie Wirtschaften eigentlich geht, worum es dabei eigentlich geht, wie Menschen lernen können, wie Didaktiken aussehen, wie Lernkultur, wie Führungskultur, wie Ausbeutung, Korruption, wie das alles reinspielt, wie wir Bestandteil sind in einem gigantischen internationalen Missbrauchs- und Ausbeutungsprozess, weil es eben gelungen ist, hier die schönen Salons zu machen. Die Deutsche Bank zum Beispiel fand ich klasse. Die haben ein total recyceltes Öko-Verwaltungshaus in Frankfurt aufgestellt und es toll gemacht. Ich konnte noch nicht ganz so begeistert sein, weil ich mir überlegt habe, und wo habt ihr das Geld verdient, dass wir uns das hier leisten können? Und wer lebt dann wie, dass ihr euch jetzt, dass wir uns dieses Privileg leisten können? Also da darf man natürlich die Zusammenhänge und der Dialog mit dem ganzheitlichen globalen Zusammenspiel nicht aus den Augen verlieren, sonst machen wir hier ein Greenhouse auf der Titanic. Der Service war super, Eisberg wollte keiner sehen. Ja, und dann bei dieser Art an Organisationskulturen heranzugehen, ich habe ja schon aufgezeichnet, wie vielfältig dieses Feld ist, da kann es kein Schema geben. Also wir versuchen nicht bestimmte Schemata zu lernen. Also nicht nach dem Motto, ihr geht da mal hin, hört, was für Probleme die haben immer zu viel Personal, dann werden wir erstmal ein Drittel Personal abbauen, das müsst ihr gar nicht selber machen, ihr machen wir nach dem Rasenmäher, weil das zu lange dauert, das spezifisch zu machen, wer da nichts schafft oder nichts kann, sondern das müssen die irgendwie untereinander ausschnapsen, das reicht, wenn ihr... Und dann gibt es ganz bestimmte Schemata, die man kennt, manche haben sich mittlerweile auch schon zu etwas intelligenteren Vorgehensweisen entwickelt, die haben alle auch, die sind auch nicht nur blöd, ne? Weil ich als Unternehmer weiß auch, dass wenn ich nicht immer wieder spezifisch zurückschneide, dann wuchert die Organisation in Selbstbeschäftigung mit sich selbst ins Unendliche. Nur das mit dem Rasenmäher ist halt eine saublöde Methode. Ja, sondern da müsste man mit der Rebschere wissen, was man wo, wie schneidet, um einen Gesundungsrückschnitt zu erzeugen. Das dann wiederum ist aber natürlich mit jungen, intelligenten Leuten, die mit 25 mit ihrem Masterabschluss da eingeflogen werden, nicht zu machen, weil die haben einfach gar nicht die Lebenserfahrung. Die können nur intelligent ein Schema umsetzen. Wir gehen da natürlich ganz anders dran. Und das sind jetzt nur Perspektiven, die ich so zusammensammle. Ich sage gar nicht, dass das vollständig ist. So ein Ansatz kann nicht vollständig sein. Wir leiten zunächst mal Verantwortliche in der Organisation an. Also wir haben nicht den Ansatz, wir kommen von außen rein und reorganisieren euch. Ich will nicht ausschließen, dass das nicht auch mal sinnvoll sein mag, aber wir sagen, unsere OE ist dafür, die Verantwortliche in der Organisation in Verantwortung zu nehmen und ihnen zu helfen, das, was sie dann machen wollen, gut zu machen.
Von mir stammt der Slogan, OE ist Chefsache oder findet nicht statt. Chef muss jetzt nicht immer CEO heißen. Ne? Man kann auch in Teilbereichen sagen, okay, aber wir können auch dort ein Experiment machen. Wir müssen aber klären, ist es genügend lang vor Zugriff geschützt? Haben wir überhaupt Zeit, dass sich da was entwickeln kann? Kann derjenige überhaupt über Ressourcen verfügen? Also ist er in dem Sinne Chef für die Zeit, in der wir zusammen ein OE-Projekt und ein Lernprojekt aus Coaching-Perspektive machen wollen? Und wir machen es ihm nicht. Jetzt sind diese Leute natürlich auch völlig überlastet und hätten gern so nach der Sitzung, wir können uns mal kurz telefonisch briefen, ich bin da gerade in China, wir telefonieren dann, Sie machen das mit meiner Mannschaft und berichten mir dann. No, no way. Ne? Das sind diese, tut mir leid, wenn Sie keine Zeit haben für OE, dann kann sie auch nicht stattfinden. Und das ist ein schwerer Job manchmal, weil diese Leute auch zum Teil völlig überlastet sind. Aber ich kann Ihnen das nicht entsparen. Ich kann ja auch in der persönlichen Beratung, wenn jemand einfach keinen Nerv hat, sein Leben auf die Reihe zu bringen, dann kann ich ihm auch nicht helfen, sein Leben auf die Reihe zu bringen. Das ist so. Im Gegenteil, wenn ich ihm versuche, seine Illusion, es ginge ohne durch teuer bezahlte Hilfeleistungen zu nähren, bin ich ein Mittäter. Also, wir brauchen immer im Prinzip Verantwortliche auf der anderen Seite, müssen dann abschätzen, ob wir zumindest in einen Prozess eintreten können, dass die ihre Verantwortung auch wahrnehmen wollen, dass sie sie auch können. Das sind wir jetzt bei dem Verantwortungsschema, das habe ich jetzt überblättert. Ob sie kompetent sind, sie zu verantworten. Ich habe dann manchmal jemanden da sitzen, der kann das einfach nicht. Ja, und da sind wir nachher bei dem Thema Reifegrad. Das ist ein harter Job, jemand zu sagen, okay, Sie sind jetzt seit 10 Jahren Manager, aber bei allem, was Sie mir berichten, was Sie hier tun, habe ich das Gefühl, das, was Sie hier vorhaben, das, was Sie können müssen, um das zu leiten, das kann ich wirklich einfach nicht erkennen. Lassen Sie uns mal überlegen, was man da machen kann. Ich meine, es steht mir nicht zu, die Berechtigung Ihrer Position in Frage zu stellen, aber wir müssen damit umgehen, dass diese Kompetenz irgendwo herkommen kann. Und dann sagt man, das muss man dann schon mal sagen, aber dann braucht man ein Standing auf der anderen Seite. Und es gibt Organisationen, die machen einen riesen Eiertanz um eine inkompetente Führung herum und verschleißen sich dabei, Kompensationsleistungen zu erbringen, die einfach ständig dadurch neu aufgehäuft werden, weil da eine Führung da ist, die das nicht kann. Und da ist jetzt eine Frage. Mikro. Ja? Sie hätten gerne Zeit für Fragen und Diskussionen. Nee, das Thema mit den Reifegrad, ja, komm noch. Mit einem Blick auf die Uhr, wir haben noch 20 Minuten, ja, habe ich so die Befürchtung, wir können dass das hinunterfällt. Danke, dass Sie die Befürchtung äußern, ich verspreche es Ihnen. Super, danke. Ich bin aber eigentlich schon bei dem Reifegrad-Thema. Ich werde natürlich die ganze Methodik, die wir dazu entwickelt haben, können jetzt hier nicht ausbreiten können. Da gibt es aber, wenn Sie auf unsere Website gehen, auf Themen, unter Reifegrade gibt es eine 3-stündige Präsentation dazu mit Übungen und auch mit Fragebögen. Also das ist das Schöne, dass wir sowas konservieren, dass ich dann darauf verweisen kann. Aber wenn es Ihnen recht ist, ziehe ich es auch gleich vor, dass es auf keinen Fall untergeht. Diese Reifegradsidee, die ist dadurch entstanden, dass wir bieten ja auch OE-Curricula an und dann werden, und die sind ja auch nicht billig bei uns, und dann kommen dann Leute, die glauben, sie können, weil sie ein Curriculum buchen, garantiert kriegen, dass sie dann auch den Job, den sie in ihrem Unternehmen machen, stemmen können. Unabhängig von der Frage ihrer persönlichen Kompetenzentwicklung, unabhängig von der Frage, was das Unternehmen eigentlich kann. Und das führt dann sie tragen dann ihr Thema vor, wir machen dann so OE-Werkstätten im Rahmen der Weiterbildung und die anderen überlegen sich dann, wir haben nur 1,5 Stunden, was in den 1,5 Stunden für einen Beitrag geleistet werden kann, dass das derjenige Fortschritte macht,
bezogen auf sein angestrebtes, berechtigtes Ziel. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass da immer die Implikation war, es ist leistbar und ich bin auch soweit überhaupt mit den vorhandenen Lernmöglichkeiten hier auch dahin zu kommen, diese Kompetenz zu erwerben, um das, was ich meiner Organisation oder mir selbst versprochen habe, auch einzulösen. Und sehr oft ist das eine Illusion. Und dann strampeln sich alle ab, etwas zu helfen, was nicht möglich ist, und geraten alle in das, was ich Dilemma-Zirkel genannt habe. Ganz eigenes Konzept, gibt es auch sehr viel Darstellung dazu mit Übungen. Dilemma-Zirkel, strampeln, müde werden, verzweifeln, ignorieren, und weil man Prämissen akzeptiert, die zu Unlösbarkeiten führt. Und wenn man die nicht in Frage stellt, bleibt alles Bemühen innerhalb dieses Dilemma-Zirkels. Die geraten dann alle zusammen in den Dilemma-Zirkel. Und deswegen haben wir jetzt vorgeschaltet, wenn jemand sagt, ich habe ein OE-Anliegen, dass er einfach nur mal 10, 15 Minuten schildert, welche Rolle habe, was ist mein Auftrag, welche Rolle habe ich da drin, habe ich Erfahrung mit Vorgängen ähnlicher Art, weiß ich, wen ich haben muss, damit wir überhaupt die Ressourcen haben, das leisten zu können, weiß ich, wen ich noch brauche, um meinen Job tun zu können, weiß ich, welche Autorisierung ich dafür brauche und. Reichend, wie ist der Zeitrahmen, der zur Verfügung steht, wie sind die anderen Ressourcen, die zur Verfügung stehen, und was ist der nächste Schritt, was ich hier lernen möchte, wofür ich euren Beitrag hier haben möchte. Und er wird dann nochmal gefragt, hat das Unternehmen Erfahrung mit Vorgängen dieser Art? Und ich sag, also da ist jemand, der sagt, ja, wir haben schon zweimal eine neue IT eingeführt, wir haben im Prinzip, kennen alle das Prozedere, haben Vorstellungen davon, und ich habe sowas auch schon mal gemacht im anderen Unternehmen. Ist eine ganz andere Voraussetzung, als wenn jemand sagt, ich habe sowas eigentlich noch nie gemacht, ich habe ein schönes Seminar über OE gehalten und da habe ich den Job gekriegt und mein Unternehmen hat das auch noch nie gemacht und ich habe ein halbes Jahr Zeit und eigentlich haben wir schon angefangen, aber ich habe noch kein Konzept. Aber ich bin ja jetzt im OE-Curriculum, da wird es schon werden. Und was fällt euch jetzt ein? Und die anderen trauen sich nicht zu sagen, da fällt uns nichts mehr ein. Wir können mit dir jetzt nur daran arbeiten, wie du von dem Ross wieder runterkommst, weil das hat eh keine Beine. Das ist dann ein ganz anderes Thema, da muss man dann wieder, weil man ja den Menschen nicht entwürdigen will, ich habe das jetzt so ein bisschen flapsig gesagt, muss man den vorsichtig dazu bringen, in einer Verstiegenheit von dem, was er sich vorstellt, was möglich ist, und daraus abgeleitete Ansprüche, was ihm Lernen und Didaktik und Kultur bieten können soll, halt wieder Abstand zu nehmen und wieder zur Vernunft zurückzukehren. Und diese Dinge kann man auch ausführlich bezogen auf, also ist die Reifegrad des Protagonisten, und das hat natürlich ganz viel mit seiner Lebensgeschichte, seiner Position in der Organisation und sonst was zu tun. Und der Protagonist braucht einen Reifegrad der Organisation. Es kann auch ein mäßig guter OEler mit einer erfahrenen Organisation in OE einen guten Job machen. Und es kann umgekehrt so sein, dass eine unerfahrene Organisation mit einem begnadeten OEler und der mit Ressourcen ausgestattet ist, relativ schnell dazulernen kann. Aber es kann nicht funktionieren, dass ein mittelmäßiger OEler mit einer Organisation, die keine Ahnung hat, aber große Ansprüche und schon die Fernsehtermine alle angesetzt sind, einen riesen Entwicklungssprung macht. Und das führt zu Dilemmata aller Art und am Ende zu Misserfolgen und Verzweiflungen. Sie alle kennen Unternehmen, die da mit solchen nicht wahrhaben wollen, was möglich ist, an die Wand gefahren sind. Und deswegen schalten wir diesen Lernprozessen das vor, und manchmal ist das der entscheidende Lernprozess für jemanden. Oder es sagt jemand, okay, mein persönlicher Reifegrad ist eigentlich ganz gut in diesem Ding, aber jetzt wird mir klar, dass eine ganze Reihe von Dingen in der Organisation nicht so weit sind. Reifegrad nicht im Sinne von gut oder schlecht, sondern im Sinne bereit für. Ja, da fehlt es an dem und jenem, das müssen wir zuerst klären, ich muss nochmal zu dem. Oder wir müssen mal gucken, ob wir es nicht erstmal im kleineren Rahmen machen können, weil das sind Leute, die da mitziehen können und die auch nicht so unter Druck sind. Aber da gibt es einen Unternehmenteil, die müssen das Geld verdienen
und die sind in Lieferverträgen, die haben eh keinen Nerv dafür. Wenn ich die aber zusammensperre, klappt das nicht. Ist der Boss, der für die ganze Unternehmung Entwicklung haben möchte, reif genug zu sehen, okay, da müssen wir differenzieren, gucken, was geht. Und dann haben wir die Voraussetzung für eine nachfolgende OE-Werkstatt, dann kommen wir zu einem leistbaren Pensum als Lernvorgang. Und dann können sich die anderen überlegen, wie muss die Didaktik dafür aussehen, wie setzen wir die Präferenzen, wie ist die Individualität dieses Menschen, wie können wir den gut in seine Kraft bringen und so weiter. Und das hat am Anfang ein bisschen zu Stirnrunzeln geführt. Mittlerweile finden das alle nur gut. Und was die jetzt auch machen, wir haben da Fragebögen dazu und Vorgehensweisen, sie nehmen das mit in ihre Unternehmen und machen das mit ihrem Team. Also wenn da ein Projektauftrag kommt, dann checken die erstmal, sind wir reif dafür und ist die Umgebung, in der wir das machen sollen, reif dafür. Und daraus können wir ableiten, was leistbar ist. In dem Buch finden Sie das Beispiel, wie ich gelernt habe, ich war mal Springreiter. Wie ich gelernt habe zu springen, da gibt es ein kleines Cavaletti, ich will es nur sehr kurz erzählen, das ist ein Hindernis etwa so hoch und mir wurde gesagt, galoppier drauf zu und spring drüber. Was ich nicht wusste, ist, dass das Pferd es auch nicht konnte, kein natürliches Verhalten von Pferde zu springen und ich hatte eh keine Erfahrung, aber guten Mut und galoppierte drauf zu und um das Pferd den Absprung zu erleichtern, habe ich mich etwas nach vorne gebeugt, das Pferd stemmte die Füße vor dem Cavaletti in den Kies und machte ihn so. Und der Einzige, der sehr elegant bis auf die Landung übers Hindernis gekommen ist, das war ich. Und so ging es dann weiter und es war lausig. Also ich bin 16, 17 Mal, das hat mal ein regnerischer Tag, im Dreck gelandet. Mein Reitlehrer war noch ein alter Kavallerist, der was dich nicht umbringt, macht dich stark. Ein netter, liebenswerter Mensch, aber so noch Stock hinten rein und so. Und dann weil ich sehr engagiert im Verein war, jemand sein Privatpferd zur Verfügung gestellt, das springen konnte. Und ich merkte, okay, ich kann noch gar nicht viel, aber mit dem Pferd kann ich in kürzester Zeit ganz gut springen und auch lernen, wie das geht. Und dann bin ich dann zurück auf dieses Mietpferd, was anderes konnten wir uns nicht leisten, dass es halt immer noch nicht konnte. Und dann habe ich gemerkt, dass ohne Reifegrad des Pferdes die Reifegrad des Reiters schlecht zu entwickeln ist. Und viele, glaube ich, die Verantwortung übernehmen in Organisationen, finden sich in solchen Beschreibungen vielleicht wieder. Und dann also das war zum Thema Reifegrade. Ist das, da ist hinten ist nochmal ein... Wenn es ganz kurz geht, Fall anbieten. Ja. Also ich habe zwei Unternehmensbereiche, die fusionieren, die ganz unterschiedliche Reifegrade haben. Ja. Und ich habe bisher immer dann geguckt, welche Modelle kann ich denn da aussuchen oder welche Vorgehensweisen. Und das Problem ist, dass ich da ein bisschen überfordert bin. Wenn es also einen Bereich gibt, wo zum Beispiel Beteiligung schon ganz stark gelebt wird, also Mitarbeiterbeteiligung etc., sehr, sehr stark schon gedacht wird und in einem anderen Bereich ein sehr hierarchisches Prinzip herrscht und Mitarbeiterbeteiligung null ist. Ja. Und das ist für einen externen Change Scout total schwierig, da zu gucken, wie kann man die beiden Bereiche zusammenbringen. Weil die einen fordern sehr innovative... Ist schon klar. Ist klar. Ja, Sie haben da eine große Aufgabe auf sich genommen. Man müsste immer gucken, war das eine gute Idee? Also wer die betriebswirtschaftlichen Menschen sagen, ja, das war eine sehr gute Idee. Ja, gut. Oder es war notwendig. Also das ist ja auch so, ich unterscheide immer nach, wie hoch ist die Notwendigkeit zur Veränderung im Unternehmen schon da? Und die ist in beiden Bereichen erkannt. Aber da haben wir ein anderes Problem. Ich habe da einen Aufsatz mal darüber geschrieben, über Aquaplaning und Treibsandkulturen und fiktive Welten. Das Problem ist, dass da manchmal aus Notwendigkeit Machbarkeit gemacht wird und man merkt nicht, dass das eine das andere nicht herstellt. Also ich kann jetzt Ihre Situation gar nicht wirklich beurteilen. Ich meine nur, wir müssten, bevor wir jetzt überlegen, wie wir Sie unterstützen könnten, diese sehr anspruchsvolle Aufgabe, die Sie sich gesetzt haben, und
anzugehen und welchen Rahmen Sie dafür haben, müssten wir dann auch mal einfach schauen, unter welchen Prämissen Sie dabei arbeiten und ob Sie die wirklich so akzeptieren müssen. Oder ob Sie nicht an sich in einer Lösungsunmöglichkeit bereits stecken und wir alle nur mit hineingeraten. Also mein erster Ansatz ist erst einmal, dass die jeweilige andere Seite, die, also wenn man sich vorstellt, MTV geht mit einer Verwaltung zusammen, um mal zu zwei, ja. So ungefähr wirkt es manchmal. Dann geht es ja erstmal über Würdigung der anderen Seite. Also jetzt das ganz schlecht. Das ist ein gutes Prinzip, aber da muss man differenzieren. Ich kann nicht, Sie werden doch auch niemanden, also nicht das nicht als Würdigung verstehen wollen, wenn jemand sagt, aus ökonomischen Gründen fahren wir links rum an der Insel vorbei, anstatt rechts rum, wenn aus anderer Sicht man weiß, dass da hinten eine Sackgasse ist. Also da müssen Sie Ihr Verständnis von Würdigung und Kultur des konfliktären Umgangs bei Würdigung vielleicht nochmal in Frage stellen. Für mich ist der Ansatz erst einmal zu schauen, dass eine Würdigung der anderen Seite da ist, bevor sie organisatorische Entscheidungen fällen. Weil die jeweilige organisatorische Entscheidung, die jetzt gefällt wird im Rahmen einer Organisationsentwicklung, ja nur aus der jeweiligen Brille des einen Unternehmens herausfällt. Ja. Und das geht ja nicht. Das verstehe ich, aber okay. Das ist genau das Problem. Wie kann ich würdigen, ohne eine eventuell dilemmaschaffende Wirklichkeitssicht zu akzeptieren? Also da wären wir jetzt voll in so einer OE-Werkstatt-Diskussion und dann würden wir jetzt, wenn ich Sie jetzt, also nicht Sie persönlich, aber das, wie Sie sich anbieten bringen, dann würden wir jetzt uns nochmal ausführlicher schildern lassen, als wir das auf Kürze können, was für einen Job Sie da übernommen haben, wie der eingebettet ist, welche Erfahrungen Sie selbst mit sowas haben, dass wir ein Gefühl dafür kriegen, was kann der Mensch, welche Erfahrung hat er damit, wo muss er selbst vielleicht noch lernen und dann würden wir den Reifegrad der Organisation, angenommen, da kommen zu dem Schluss, dass er ein paar Sachen in Frage stellen, wird es da einen Widerhall geben oder traut er sich nicht, weil er weiß, die ziehen das trotzdem durch, ob mit oder ohne mir und so weiter. Und dann würden wir versuchen, uns so ein kleines Reifegradsprofil von beiden Seiten zu machen, um dann zu überlegen, können wir jetzt etwas beitragen, dass die Aktion gelingen kann. Ich kann jetzt nicht erkennen, dass das irgendetwas mit Teilgruppierung unserer Gesellschaft zu tun hat. Die Fragen müssen überall gestellt werden. Es hört sich so ein bisschen so an, als würden Sie nüchterne Betrachtung für bereit sein, etwas hinkriegen zu können, mit Wertschätzen gleichsetzen. Das tue ich nicht. Ich kann jemanden wertschätzen, obwohl ich zum Schluss komme, das ist im Moment mit dem Mittel, mit der Erfahrung, die ich habe, schlicht nicht machbar. Und es wird mit einer Entwürdigung von allen enden, wenn ich würdigen möchte, indem ich das akzeptiere, was nicht geht. Aber das tut mir leid, das können wir jetzt nicht im Einzelnen machen, aber das wäre jetzt einfach ein sehr schönes Beispiel, um live dann diese ganzen Fragen zu besprechen. Wann immer es geht, tun wir, was geht. Ich benutze diese Denkweise nicht für eine differenzierte Verweigerungshaltung. Aber ich habe so oft die Erfahrung gemacht, dass ich kompromissbereit war und am Ende war es für alle nicht gut. Also man muss zumindest wissen, wie man sich kompromittiert, dass man nicht ein lebender Kompromiss wird. Dass man weiß, sobald Möglichkeiten da sind, den Kompromiss rückgängig zu machen, dass man überhaupt weiß, in welche Richtung. Auch das ist eine eigene Kompetenz. Dass man Kompromisse machen muss, ist ganz klar, so ist das Leben. So, jetzt haben wir dann auch nur noch diese 6 Minuten. Das kann ich dann also jetzt im Einzelnen nicht machen. Diese ganzen bewährten ISB-Konzepte, die es dazu gibt und die Prinzipien, die wir machen, das finden Sie alles auf der Website oder eben auch in dem Buch. Ich möchte nur vielleicht auch nochmal auf etwas hinweisen, dass auch die Entwicklung von Arbeitsformen für OE wichtig ist für OE. Also dialogische Klärung mit Verantwortlichen, wie inszeniert man das eigentlich, wie führt man die Didaktik ein? Und da sind wir wieder bei PE-Strategie. In einem Unternehmen, in dem alle gelernt haben, Verantwortungsklärungen dialogisch vorzunehmen, kann ich damit natürlich auf allen Ebenen in OE-Prozessen arbeiten.
eine Unternehmung, in der das ganz komisch ist und das keiner gelernt hat, muss ich während des OE-Prozesses das allen beibringen und es kann einfach die Kapazität völlig überfordern. Vertikale Teamentwicklung, wir haben einen anderen Begriff von Team. Teams sind nicht die, die beieinander hocken oder die gleiche Wagenklasse fahren, sondern Teams sind die Verantwortungsgemeinschaften. Und dazu muss man fragen, welche Fragen gilt es zu beantworten, um zu entscheiden, wer gehört dann zum Team? Da haben wir also Steuerungsdreiecke, dass das nicht schematisch beantwortet wird. Und dazu gehören auch Ideen von unserem kristallisierenden Vorgehen, dass ich nicht immer erstmal alle einlade, die möglicherweise irgendwie damit zu tun haben, sondern erst ein Regie-Team. Und erst wenn die wissen, was sie machen wollen, andere dazu holen. Nie Leute auf die Bühne holen, für die ich noch keine Rolle habe oder für die das Drehbuch noch nicht entwickelt ist oder niemand da ist, der Regie führen kann. Das wird sehr oft gemacht. So Betroffene zu beteiligen machen, alle sind auf der Bühne, keiner weiß, was gespielt werden soll. Und dann passiert halt irgendwas. Und jeder will gewürdigt werden als Mensch, aber in seiner Funktion einer Organisationsentwicklung ist einfach im Moment noch kein Platz für ihn. Also auch da gibt es eine ganze Reihe von Mentalitäten, die verändert und in Frage gestellt werden müssen. Und die Führungskette gehört genauso zum Team im Sinne einer Verantwortungsgemeinschaft. Okay, paralleler Transfer, auch so ein Punkt. Wenn ich von außen was in eine Unternehmung reinbringen will, muss ich von vornherein überlegen, wer trägt es weiter. Diese Kapazität, meist machen die Beratungsunternehmen, machen mal mit einigen was und die ganze Kapazität wird gebraucht, das zu machen. Und dann ist es vielleicht toll und es funktioniert. Und dann sagen, ja, und wie soll das ganze Unternehmen das jetzt lernen? Es war kein Multiplikatorenkonzept eingebaut. Mit dem indischen Kollegen, mit dem ich dieses Buch zusammenschreibe, der hat das von vornherein in seinem, das ist ein riesen Molkereibetrieb in Indien mit x Fabriken und so, von vornherein gesagt, jeder, der bei uns in der Maßnahme ist, für den muss Kapazität vorgesehen sein, der muss kompetent gemacht werden, das an Parallele in der Organisation, in anderen Werken weiterzugeben, weil das kann man nicht alles von außen einkaufen. Und das hat ganz viele Funktionen, dass das geschieht. Das meine ich mit paralleler Transfer. Das gehört zu jeder guten Anlage dazu, weil nicht nur Misserfolg ist gefährlich, Erfolg ist auch gefährlich, wenn ich nicht weiß, wie ihn dann bedienen. Gut, das ist so ein Schema, das immer ganz gut überzeugend wirkt. Die Leute wollen immer gleich mit dem Lösen ihrer Probleme anfangen. Kulturfragen, Didaktik, Werthaltung und so besprechen wir später mit der Erfahrung, dass sie nach einer Zeit dann nur noch mit den Störungen beschäftigt sind, weil Kulturfragen nicht gelöst sind, weil sie nur fantasiert haben, sie hätten gemeinsames Verständnis. Und am Ende sie mit Kulturproblemen beschäftigt sind, das ist rechts. Und deswegen sage ich immer, wer schnell zur Sache will, sollte mit Kultur anfangen. Am Anfang an kleinen Beispielen üben, ob man überhaupt eine effiziente Kultur hat. Und je besser das alles funktioniert, kann man die Aufmerksamkeit für die Kulturpflege langsam zurückfahren und dann hat am Ende für die Sache mehr, obwohl man mit Kultur angefangen hat. Und meist ist es leider umgekehrt. Zur Führung habe ich ein klein bisschen schon gesagt, die richtige Führung gibt es nicht, nur erfolgreiche Führung. Und das heißt, ich habe das in einem kleinen Bild, so zwei Tanztheater, Pina Bausch in Wuppertal oder John Neumeier, die haben völlig verschiedene Stile und beide führen effektiv, aber völlig verschieden. Deswegen kann es gar nicht funktionieren, dass man sagt, was ist richtige Führung. Und Führung ist immer eine Beziehungsgestaltung zu einem bestimmten Zweck. Führung ist immer eine Systemkompetenz. Also wir müssen eigentlich, wenn wir einem Unternehmen zur besseren Führung verhelfen wollen, dürfen wir nicht den Einzelnen, nicht mal die einzelne Beziehung angucken, obwohl das eine ganz gute Trainingseinheit ist, sondern wir müssen die ganze Kette angucken. Und erst wenn die Impulse in beide Richtungen durch die Kette effektiv laufen, funktioniert Führung. Und davon gibt es Millionen Varianten. Ich wüsste nicht zu sagen, welches die richtige ist. Und es gibt auch verschiedene Kulturen von Führung in verschiedenen Organisationen, oft auch in Abteilungen, die jeweils in sich eine ganz gute Logik haben, wo eher die Frage ist, wie kann ich das aneinander koppeln? Also da haben wir sehr viele architektonische und Designaufgaben. Ja,
ganz zum Schluss, es ist jetzt auch wirklich das Ende, will ich einfach noch mal darauf hinweisen. Und wenn Sie es interessiert, kommen Sie zum DBVC-Dialogforum Ende Januar nach München. Das 10. jetzt, ich habe Ihnen vorher ein paar Beispiele schon gezeigt, da sind wir im Stifterhaus in München. Und da geht es um die Frage, wie können Menschen im Coaching-Bereich, jetzt in diesem weitesten Sinne, sich nicht nur auf den Profit-Bereich beziehen, sondern das Non-Profit, also Gemeinwohlorientierte, auch im Profit-Bereich, wie können da die Dinge integriert werden? Und das ist auch ein riesiges kommendes Geschäftsfeld. Also, weil unsere Gesellschaft wird die Probleme nicht lösen, wenn wir nicht ein erhebliches Improvement auch im Non-Profit-Bereich haben. Da geht Geld in Gulli runter ohne Ende und das sind zum Teil frühkapitalistische Subventionsplündermentalitäten. So lösen wir unsere Probleme nicht. Und sowohl wir Professionelle werden einen guten Stand haben, wenn wir für beide Bereiche und das Zusammenspiel Know-how und Haltungen erwerben. Und es gibt auch intelligente Konzepte für soziale Verantwortlichkeit von Unternehmen. Und dort werden zwei vorgestellt. Das eine ist die Siemens Management Consulting, die vor vielen Jahren gesagt haben, wir machen mal Teamentwicklung anders. 160 Leute, interne, weltweite Management Consulting. Wir bauen alle zwei Jahre was für eine gemeinnützige Sache. Und wie wir das zusammen organisieren, ist unsere Teamentwicklung. Und die haben eine gute Sache gemacht, über den Zaun geblickt und das aus dem Budget für Teamentwicklung bezahlt. Hat kein bisschen mehr gekostet, aber sehr viel mehr gebracht für die eigene Organisation, für Sinnfindung, Selbstverständnis und für einen guten Zweck. Und viele davon haben sich dann beteiligt an einer eigenen Stiftung, die daraus ausgegründet wird, wo die gemeinsam als Angehörige von Siemens bestimmte gemeinwohlorientierte Dinge in ihrem Umfeld pflegen und damit sich nicht nur ein soziales Mäntelchen umhängen, sondern zeigen, es gibt Unternehmen, die auch Verantwortung für die Bodenpflege um sich herum vornehmen. Ich habe das schon vom Hohenlogen gesagt, die tun das aus reinem Überlebensbedürfnis. Aber das zweite Beispiel zeigt, dass das auch einfach ohne Überlebensgarantie eine sehr sinnvolle Sache sein kann. Das zweite Beispiel ist von Betapharm in Augsburg, ein Generika-Hersteller. Da lief es nicht, weil das Gefühl war, wir produzieren was, was völlig austauschbar und eigentlich sinnlos ist. Und da hat der Eigentümer damals die Vorstellung gehabt, wir machen jetzt mit einem Teil der Überschüsse, die wir hier da generieren, soziale Projekte im Medizinbereich. Und die entwickeln wir gemeinsam. Und wir üben ein anderes Marktverhalten. Wir sagen den Leuten, wir geben denen keine Geschenke mehr, korrupter Art, sondern sagen, wir kriegen von uns nur ein Kuli, das war's dann. Aber mit dem, was du nicht kriegst, machen wir etwas Sinnvolles. Und das ist denen gelungen, auf diese Weise ein neues Sinnverständnis in der Firma zu erzeugen, die eine Kulturentwicklung gebracht hat. Und der Eigentümer musste das dann verkaufen. Der sagt, es hat Millionen mehr gebracht, diese Kulturentwicklung. Also was Gutes zu tun und wirtschaftlich auch finanziell erfolgreich zu sein, muss sich nicht ausschließen, ist leider durch Gesundheitsreform untergepflügt worden. Aldi-Prinzip auch bei den Generika-Anbietern. Dann kam nur noch der Billigste zum Zug, nicht der, der kulturell auch tätig war. Also, aber ein hochinteressantes Beispiel. Und normalerweise ist es exklusiv für DBVC-Mitglieder, aber ich habe gesagt, dieses Jahr öffnen wir. Also Menschen, die das Thema interessiert, die auf einer fachlichen Ebene diskutieren wollen, unternehmensinterne Ehe, die da gerne hinkommen wollen und dabei auch die Kultur des Coaching-Verbandes ein Stück kennenlernen wollen, sind dazu eingeladen. Also wenn Sie das interessiert, das ist letzter Freitag, Samstag im Januar im Stifterhaus in München, finden Sie auf der DBVC-Homepage oder wenn Sie was nicht finden, schreiben Sie mich an, meine Mitarbeiter werden Sie instruieren. So, das war jetzt ein bisschen ein sehr schneller Ritt durch einige Gebiete eines noch sehr viel größeren Feldes. Ich habe Ihnen das zugemutet. Ich weiß, man kann an jeder Stelle sich aufhalten und vertiefen, aber das ist nicht meine Funktion. Das machen wir dann woanders. Genau.
Und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.